Dann ermahnen die anderen auch den Nachbarn: Hey, du darfst nicht abweichen. Das ist das falsche Narrativ, was du da sagst. Das ist schlecht, das ist böse. Und das meine ich mit, so werden die Menschen durch ihr dämonisches, diesen dämonischen Anteil in ihnen kontrolliert. Dass es dadurch, dass es praktisch ins Unterbewusstsein gesickert ist, hat es wahrscheinlich diese Macht bekommen. Weil das ist Richtig. ja eine so der Grund, die, eine der Grundhypothesen von Magie, dass das wirklich Machtvolle ja nicht bewusst ist, sondern dass das diese unterbewussten Prozesse sind, Und ja. jetzt kommt der Da, wo Trick. diese Symbole lebendig werden. Jetzt kommt der satanische Trick, wie sich Satanisten dagegen wehren, diese Konditionierung, dass die Konditionierung noch greift. Es gibt nämlich einen Trick, um diesen erzeugten Dämon zu neutralisieren. Und du kannst jeden Kritiker sofort mit diesem Bann, mit diesem Fluch belegen und ihm sagen, dass er ein Nazi ist. Dann fängt er an, wenn er stark konditioniert ist und der Dämon in ihm sehr groß noch ist und mächtig, dann fängt er an, sich zu fürchten und zu sagen: Nein, damit habe ich gar nichts zu tun. Und dann hat er gesagt: Okay, das heißt also, Sie sind ein Jude? Dann habe ich gesagt: Yeah, hallo ihr Lieben. Ja, willkommen zu einer Spezial-Nachtmeerfahrt. Hier melden sich Horus und diesmal nicht Seth, ja, sondern mein guter Freund Alex, der sich mit, ich weiß nicht, ich werde ihn gleich fragen, was für einem Archetypen am meisten identifiziert, ja. Und ja, ich begrüße natürlich hier alle Akolyten an den Altären des Wahnsinns, hier in der Spezialzitadelle des Cyberspace, aber heute sogar mit Bild, ja. Und wir werden bei unserem Thema bleiben, das wir uns vorgenommen haben und hoffen, dass wir euch wieder ein bisschen helfen können, ja, bei dieser Fahrt durch die Existenz. Und wir wollen euch führen zu einer erfolgreichen Erfüllung des Dramas, dieser manifestierten Existenz, die wahrscheinlich speziell die letzten Tage etwas dramatisch war, weil wir haben ja die Uranus-Mars-Nordknoten-Konjunktion, die ich als sehr intensiv erlebt habe, ja wirklich ein extrem starker Kraftfluss, der spürbar war für sensible Menschen meiner Ansicht nach die letzten Tage. Darauf werden wir sicher auch eingehen. Und jetzt begrüße ich erstmal den einzigartigen Stern, der heute zu Gast ist, und zwar zum zweiten Mal dabei bei den Nachtmeerfahrten, Alexander Stier. So schön, dass es noch geklappt hat, dass du noch dabei bist. Ja, danke. Ich habe mega Bock. Ich finde es super geil. Und ich freue mich sehr über die Sendung. Und ja, es wird bestimmt ziemlich cool. Heute geht es um Archetypen und Egregore. Und da schauen wir mal, wohin uns euer Schiff bringt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde nur sagen, lass vielleicht mal ein bisschen so mit der aktuellen Zeitenergie einsteigen, mit der aktuellen Tagesenergie, weil wir da gerade schon ein bisschen drüber Klar. geredet hatten. Wie hast du denn so die letzten Tage speziell empfunden? Also hast du da auch was Besonderes wahrgenommen? Ja, Oder? einerseits, es war, ich würde sagen, es hatte teilweise auch melancholische Komponenten. Es war begleitet von einer gewissen Melancholie verbunden, aber auch mit hochgeistigen Überlegungen. Und es war einerseits war eine gewisse Energie, es war eine gewisse Elektrizität in der Luft und andererseits war aber auch wieder etwas sehr Drückendes dabei. Also es hatte so einen Push and Pull. Faktor irgendwie. Und ich habe einerseits habe ich sehr viel geschrieben und hatte auch das Bedürfnis, mich so ein bisschen saturnisch zurückzuziehen. Ich habe auch in der Zeit die ganze Zeit einen Onyx in meiner Hosentasche gehabt, weil ich gemerkt habe, dass ich diese Erdung brauchte. Saturn, ne? Ja. Ja. Und ich habe mich dann aber auch anders gesehen, auch wieder viel in die Natur zurückgezogen und ein bisschen beobachtet, nachgedacht, meditiert und so weiter. Ja, und das war so quasi die letzten Tage, zog sich das so durch irgendwie. Ne? Natürlich auch nebenbei noch ein bisschen gearbeitet und ja, so meine Sachen gemacht. Aber das, ja. Sehr spannend, weil das ist ja von der astrologischen Energie, jetzt astrologisch betrachtet, genau das, was man erwarten würde, was du gerade beschrieben hast. Also genau dieses Push-Pull-mäßige, dass du auf der einen Seite durch Uranus und durch Mars ja einerseits diese Elektrizität hast,
von Uranus, ja, diese kompletten neuen Ideen, Visionen, dann Mars gibt da nochmal die Energie rein. Das hast du allerdings im Zeichen Stier, was dem eigentlich komplett entgegensteht, ja, ein fixes Erdzeichen, das im Quadrat zu Wassermann steht, also dem von Uranus regierten Zeichen, also Energien, die sich widersprechen. Dann Stier ist ja das Zeichen der Venus, da fühlt sich der Mars auch nicht wohl. Und das ist dann diese Melancholie, die da reinkommt, ne? Weil man halt merkt, die Energien widersprechen sich eigentlich. Mhm. Und dann muss man halt versuchen, im Innerlichen das so ein bisschen auszubalancieren. Meinst du, dass da auch eine gewisse sexuelle Spannung besteht dann zwischen Mars und Venus? Das ist ja auch letztendlich so ein, ja, weil in der Mythologie oder diese Archetypen, Venus und Mars als Gottheiten, als Archetypen, sind ja schon sehr verbunden. Es gibt ja viele Geschichten, wo dann letztendlich Mars der Liebhaber von der Venus ist. Beziehungsweise in der griechischen Mythologie ist es dann Aphrodite und Ares, die zusammen dann eine Liebschaft haben, wo Aphrodite dann Hephaistos betrügt, den göttlichen Schmied. Genau. Und ja, und das ist ja quasi dann so ein, ja, schon hat eine gewisse sexuelle, verruchte Seite. Auch. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Nee, Stier ist ja eigentlich auch deswegen ein sehr, sehr sinnliches Zeichen eigentlich, ja. Aber eigentlich hin auf diese Welt. Aber wie wir wissen, das Erdelement ist ja so ganz speziell alchemistisch. Im Tarot sagst du, es endet mit der Erde, ja, so mit der 10 der Scheiben, wo sozusagen die Schöpfung so weit gefallen ist, dass du wieder diesen Impuls nach oben brauchst, weil du fällst sozusagen maximal tief, ja, und kannst dich dann wieder vergeistigen. Also dann geht es doch wieder nach oben. Aber witzig, ne? Da siehst du auch über Astrologie, über das alles kommst du eigentlich auch sofort auf das Archetypenthema. Natürlich. Das ist eigentlich in all diesen esoterischen Systemen, da kannst du überall dieses Archetypenthema einweben, ob es jetzt die Kabbala, ob es Tarot, ob es Astrologie ist, ob es die ganzen Mythologien sind, auf denen Astrologie ja eigentlich beruht. Ja? Du kommst direkt zu diesen Archetypen und ja, vielleicht als erste Frage mal, wie bist du auf das Thema Archetypen gekommen? Ja? Oh, das ist ganz schwierig zu sagen, das weiß ich gar nicht mehr. Das hat sich so eingeschlichen, weil wenn man sich mit Magie beschäftigt, dann wird dieses Thema irgendwo mal erwähnt, irgendwo wird ein Autor dann über Archetypen sprechen. Das ist dann ein Begriff, den man vielleicht noch nie gehört hat, so ging es mir. Und dann guckt man nach, was bedeutet denn das? Und dann stößt man auf Carl Gustav Jung und die Archetypenlehre. Genau. Und da gibt es dann so ein ganzes Repertoire an Archetypen, die dann für verschiedene Dinge stehen. Also ich würde mal sagen, man kann Archetypen grundsätzlich, oder ich ordne die grundsätzlich erstmal in 4 Elemente ein. Weil es gibt nämlich Archetypen, die eher feurig sind, wie zum Beispiel der Mars. Mars ist ein feuriger Archetyp. Und ein Mars-Typ ist auch ein Macher. Ein Mars-Typ hat aber auch eine gewisse Aggression, hat eine gewisse Dominanz. Ein Mars-Typ ist auch jemand, der auf körperliche Sachen steht, der auf Herausforderungen steht, körperliche Herausforderungen, der vielleicht auf hartes Training steht. Ein Mars-Typ braucht aber auch viel Energie, muss viel auftanken. Das heißt, der ist ordentlich, der trainiert hart und der sucht Herausforderungen, der möchte gewinnen, der möchte irgendwo an Wettkämpfen teilnehmen, der will sich messen, der will sich beweisen, der will aber auch erobern. Und das Erobern geht dann nicht nur, was weiß ich, er will nicht nur Territorium oder Land oder Besitztümer erobern, er möchte vielleicht auch Frauen erobern oder so, ja, das ist, oder auch Männer erobern, ist völlig egal. Es geht halt ums Erobern am Ende und um das drum kämpfen. Ich glaube, das ist das zentrale Thema bei Mars. Ich will drum kämpfen. Lasst mich kämpfen. Ich will beweisen, wie stark ich bin. Und das ist natürlich ein Feuerarchetyp, der wirklich sehr krass diesem Feuerelement entspricht. Hingegen das Gegenelement vom Feuer wäre dann das Wasser. Und Wasser wäre dann dieser Archetyp des Weichen, Sanften, Einfühlsamen, ne, und so weiter. Und da kann man dann, finde ich, schon mal ganz schön sehen, da gibt es viele Götter, die eben, oder Archetypen, die dem Feuer entsprechen oder der Luft, wie Merkurius, der eher so ein luftiger Typ ist, ne, und kommunikativ, schnell und so weiter. Ne? Das sind alles so Luftsymboliken. Und dann haben wir noch den Erdtypen, diesen, ja, sehr, sehr massiven, aber auch, sag ich mal, man sagt ja bodenständigen Typen,
ja, der irgendwo sehr verbunden ist mit der Materie auch. Und also da wären wir dann vielleicht beim Saturn auch so ein bisschen. Ja, dieser sehr erdenschwere, dieser erdenschwere Charakter, der auch ein bisschen zur Melancholie wiederum neigt. Ne? Mhm. Und das ist halt so dieses Ding, diese Elemente würde ich erstmal als Überbau sehen, wo man dann verschiedene Archetypen so kategorisieren kann. Und ja, grundsätzlich Archetypen, Carl Gustav Jung hatte ja unterschieden, denn da gibt es den jungen Krieger, da gibt es das alte, die alte Weise, das alte weise Weib, dann gibt es den Magier, dann, also ne, diese ganzen, dann gibt es, was weiß ich, das kleine Kind und also alles das, was wir in unserer Gesellschaft eigentlich kennen, an Figuren, der Obdachlose, der Bettler und so weiter, ne, das sind alles Archetypen. Und wir sind immer so eine Mischung aus verschiedenen Archetypen. Und manche verkörpern bestimmte Archetypen krasser und manche eben weniger. Und manche sind so vermischt, dass sie von vielen Archetypen so ein paar Aspekte haben. Und genau, da kann man genau. Dann, ne? Und das, denke ich mal, das macht so dieses Archetypen-Thema überhaupt aus, ne? Dass man da so einen Faden findet. Was ja, hast vor du allem, dass es um diese Mischung geht, ne? Ja, klar. Was hast du denn für Erfahrungen jetzt mal gemacht, wo du sagst, da habe ich jetzt so, da kann man ganz klar von Archetypen sprechen in deinem Leben, wo du vielleicht selber Archetypen verkörpert hast und sie dann auch wahrgenommen hast, dass du sie verkörpert hast. Hm. Gibt es solche Situationen? Oder gab es sowas? Definitiv. Also ich finde schon mal diesen Ansatz sehr, sehr schön, dass du sagst, man kann ja mal diese vier klassischen Elemente nehmen, ja, um die Archetypen da einzuteilen. Ja. Und es gibt ja dann dieses fünfte Element, ne, des Pentagramms, den Spirit, wo du sagen könntest, der Spirit ist so dieses Freie, ja, was sozusagen keinen von den Rest mehr entspricht. Und das, was ich halt aus meiner astrologischen Arbeit kenne, ist ja, dass du eben auch Archetypenpotenziale in Menschen wahrnimmst. Und das Gesamthoroskop, da weißt du ja vor allem, wichtig ist dann Aszendent, Mondzeichen, Sonne, aber auch Merkur ist ja der Verstand. Auch den Mars eines Menschen und die Venus spürt man meist sehr, sehr deutlich. Es kommt immer auf die Aspektierung an. Und mein persönlicher Eindruck war wirklich immer, dass es eben um diesen alchemistischen Prozess geht. Und dass man wahrnimmt, welchem Archetyp man so grundsätzlich entspricht. Was bei mir jetzt meistens wäre, mich nehmen die Leute meist als sehr, ruhig, entspannt, erdend irgendwo wahr, ja. Und das hat seine Vorteile definitiv, ja. Ich kann mich wirklich in ein Thema verbeißen, besser allein sein als andere, lang an einer Sache dranbleiben, solche Dinge. Aber ich habe beispielsweise festgestellt, es ist ein Mangel an Feuer in meinem Horoskop, ja. Im Vergleich zu den anderen Elementen ist Feuer wirklich sehr, sehr unterrepräsentiert, ja. Und dann habe ich eben bewusst versucht, in der magischen Arbeit, ja, wo du ja auch sehr, sehr tief drin bist, eben mich mit dem Feuerelement mehr zu verbinden. Was natürlich prädestiniert ist für Götter wie Ra oder für Horus, ja, dass man sagt, ich mache mal diese Invokation, damit ich einen Ausgleich schaffe, eine Balance. Weil auch C.G. Jung habe ich eigentlich immer so verstanden, ja, dass er ja auch immer darauf anspielt, dass all diese Archetypen kannst du verkörpern, aber keiner davon bist du so richtig. Ja? Das wäre eher die Falle, in die du reintappst. Ich muss sein rotes Buch tatsächlich noch genauer studieren, weil das ist eine Aufgabe, die ist nicht in einer Woche getan. Nee, das ist zu krass. Ja. Sich wirklich Zeit nehmen. Und ich hätte mir so gewünscht, dass ich schon bis zu der Folge hier durchgearbeitet habe, aber ich habe dann gesagt, okay, das ist ein längeres Projekt, ja. Das habe ich zeitlich einfach nicht geschafft und mich dann auch auf was anderes konzentriert, weil es gibt so manche Bücher, da braucht man gerade den Elan dafür. Ansonsten, also ich versuche da einfach der Freude zu folgen, ja. Und habe dann ja so ein bisschen quer gelesen und gesagt, okay, da muss ich mal wirklich mir 2 Wochen nehmen oder länger, ja, wenn ich wirklich drauf Lust habe. Dieses Projekt, aber das, was ich schon gemerkt habe, ist, dass Jung eben beschrieben hat, ja, er sah sich in seiner eigenen Psyche auch immer so als so Aspekte, die sich vollkommen widersprechen, ja. Es gab diesen einen Carl Gustav, der ist eben komplett auf dieser intellektuellen Ebene, aber es gibt gleichzeitig dieses komplett Irrationale, ja. Mhm. Und während diesem Prozess, den Jung da durchlaufen ist, diese visionäre Imagination, wo er auch seine Träume aufgeschrieben hat und so,
Da kam ja vor kurzer Zeit auch erst raus oder vielleicht ein bisschen länger, dass er auch immer eine Pistole tatsächlich in seinem Nachtkästchen hatte, ja, weil er sich gesagt hat, ey, wenn es zu krass wird, ne, ich weiß nicht, ob mein Ego das noch verkraften kann. Ist das krass. Ja, ja. Und das ja, ja. Von C.G. Jung, ja, wo du eigentlich sagen würdest, hey, das ist doch jemand, der müsste da relativ stabil sein, ja. Nee, aber grundsätzlich, also ich habe eigentlich immer versucht, diese Balance wiederherzustellen und habe eher versucht, meine Schwächen rauszufinden, weil ich weiß, was ich sowieso schon natürlicherweise verkörpere. Und ich glaube, die Falle besteht darin, wenn man immer nur versucht, seine Stärken weiter aufzubauen, statt zu sagen, da ist mein schwächster Punkt und wenn ich da was mache, ich glaube, das hätte vielleicht das meiste Potenzial. Ja. Das Interessante ist, es gibt ja verschiedene Modelle. Ich habe gerade, mir ist gerade der Name entfallen, aber es gibt so ein Modell auch von jemandem, der eben inspiriert ist von Carl Gustav Jung. Ich habe den Namen jetzt nicht auf dem Schirm, ist auch völlig egal. Da geht es jedenfalls um ein Prinzip, dass du aus drei Teilen bestehst. Mhm. Das ist ganz interessant, weil da gibt es einmal den Kern. Dann gibt es etwas, was dazwischen ist und dann gibt es dein Äußeres. Und das Spannende ist, dass man schon meistens den Kern auch nach außen trägt. Ja, viele sagen ja, okay, der trägt eine Maske, der tut nur so, der spielt nur so. Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen ihren Kern nach außen tragen. Auch wenn sie glauben, dass sie vielleicht 1000 Masken tragen, aber meistens kommt das Innere doch irgendwie zum Vorschein und setzt sich einfach durch. Und klar, man kann an sich arbeiten, sich reflektieren, sich weiterentwickeln, aber auch das sind Teile dann, das sind einfach nur Teile, die dann auch, ja, die sich dann so rausbilden. Aber der Kern ist irgendwie da und auch das Äußere setzt sich irgendwie am Ende durch. Aber es gibt etwas dazwischen, nämlich das dämonische Ich. Und das ist der Schatten von deinem Äußeren. Und dieser Schatten beeinflusst oft dein Äußeres oder beeinflusst es mit. Und das führt dann dazu, dass du schon du selbst bist, aber es immer wieder Einflüsse gibt von deinem dämonischen Selbst, was dich dazu bringt, dann doch immer wieder, doch dann abzuweichen von deinem Kern. Ah. Ja. Und jetzt kommt das Spannendste. Wenn du einen Menschen beherrschen willst, das sind jetzt wieder Sachen, die ich in den satanischen Kreisen gelernt habe. Aber ist ja gut, das zu wissen, ja. Dann spiegle sein dämonisches Selbst. Ja, das ist eben das Ding. Das dämonische Selbst, also ist letztendlich die verdrängte Seite. Bei Carl Gustav Jung spricht man von dem Archetypen des Schatten. Genau. Also das, was einen letztendlich Angst macht und so weiter. Und das ist eben auch das, womit die Menschen in dieser Welt kontrolliert werden von bestimmten Regierungen oder was auch immer, was für Organisationen. Sie werden mit ihrem dämonischen Selbst konfrontiert. Und dieses dämonische Selbst wird in unserer Gesellschaft produziert. Es ist ein Produkt. Es wird nämlich schon seit der Kindheit an eingepflanzt. Also all das, was wir glauben, denken, fühlen, tralala, das wird in uns reingepresst, obwohl es gar nicht unserem inneren Kern entspricht. Werden wir traumatisiert mit irgendeinem Wahnsinn, mit irgendwelchen Geschichtsdokumentationen, die uns ganz grässliche Sachen erzählen, von denen wir aber überhaupt nicht wissen, was für ein Wahrheitsgehalt ist. Gibt es völlig egal. Hauptsache rein damit in die Birne, damit kleine Kinder völlig traumatisiert werden. Und dann haben sie natürlich auch ein schlechtes Selbstbild, gerade wenn es um das eigene Volk geht oder die eigenen Menschen, die Menschen in dem eigenen Land, die einen repräsentieren, mit dem man irgendwo in Verbindung steht, was einem ja immer wieder suggeriert wird, ja, du gehörst zur Gruppe B oder Gruppe A oder was auch immer. Ja, und dann werden die Leute irgendwo konditioniert und mit diesen Konditionierungen arbeitet man dann später, indem man den Leuten immer wieder auftischt. Man kann ja hier gar nicht so offen reden, das ist das Problem. Aber vielleicht haben Leute jetzt eine Idee im Kopf, indem man den Leuten mal wieder auftischt, dass sie etwas getan haben, was sie gar nicht getan haben. Indem sie schon Mitschuld für etwas tragen, was sie gar nicht betrifft, weil sie aus einer ganz anderen Zeit kommen.
Ja, das heißt, es wird ein dämonisches Ich erzeugt. Das kannst du auch auf andere Wege erzeugen, aber so kann man es halt durch eine Geschichtsvermittlung, kann man es eben in der Schule thematisieren und damit eine Massenkonditionierung veranstalten. Es spielt auch keine Rolle, ob das so gewesen ist oder nicht. Es geht nur darum, dass Leuten ein Angebot gemacht wird, von dem es dann heißt, das ist die Wahrheit. Das wird dann aufgenommen, weil man, auch wenn man abweicht, wird man sofort angegriffen, wenn man von dem Narrativ an. Und dadurch wird ein dämonisches Selbst, ein dämonisches Doppel erzeugt, was in völliger Angst, was völlig traumatisiert ist. Und die sind, und wenn man dieses Thema immer wieder rausholt, kann man die Leute triggern und das dämonische Selbst, das ist ja quasi sowas wie ein Trojaner, dieser Virus in einem, der wird dann aktiv. Und auch wenn andere sich dann anders verhalten und nicht so verhalten wie die, die dich manipulieren, wie die das wollen, dann ermahnen die anderen auch den Nachbarn, hey, du darfst nicht abweichen. Das ist das falsche Narrativ, was du da sagst. Das ist schlecht, das ist böse. Und das ist, das meine ich mit, so werden die Menschen durch ihr dämonisches, diesen dämonischen Anteil in ihnen kontrolliert. Also verstehe ich das richtig, dass dieser Schatten, von dem C.G. Jung viel spricht, dass das ganz viel diese Konditionierung ist, die in dir entstanden ist. Ja, sicher, sicher. Also das entsteht durch Traumata, durch Konditionierung. Ja, also alles, was dich konfrontiert mit deiner dämonischen Seite, mit etwas, was du eigentlich gar nicht haben willst, etwas, was du dir nicht ausgesucht hast. Also man macht aus dir plötzlich einen Massenmörder und sagt, du bist schuld an dem Mord von Tausenden von Menschen. Und du sagst, hey, ich habe doch gar nichts gemacht. Doch, du bist schuld. Ja, aber dadurch, dass es praktisch ins Unterbewusstsein gesickert ist, hat es wahrscheinlich diese Macht bekommen. Richtig. Weil das ist ja eine der Grundhypothesen von Magie, dass wirklich Machtvolle ja nicht bewusst ist, sondern dass das diese unterbewussten Prozesse sind. Und jetzt kommt der Trick, wo diese Symbole lebendig werden. Jetzt kommt der satanische Trick, wie sich Satanisten dagegen wehren, diese Konditionierung, dass die Konditionierung noch greift. Es gibt nämlich einen Trick, um diesen erzeugten Dämon zu neutralisieren. Und zwar umarme ihn. Sag ja, ich nehme das an. Ich bin ein schuldiger Massenmörder und ich fühle mich gut damit. Mhm. Das ist die Reaktion, damit würden die niemals rechnen. Mhm. Und dann, wenn du das vermittelst, wenn du das sagst, wenn du das bejahst und sagst, nein, ich wehre mich gar nicht mehr dagegen. Ihr habt doch recht. Ja, ich nehme diesen Archetypen dankbar an und ich habe kein Problem damit. Dann ist das eben so. Danke, schönen Tag noch. Verstehst du? Also es ist halt mit einem gewissen Humor dahinter, aber es eben nicht mehr in dieser Verkrampftheit, in dieses, ich wehre mich dagegen, ich will das nicht sein, geh weg, böser Schatten, ich will das nicht. Ich will nicht das sein, was die Gesellschaft oft mir gemacht hat. Und da die sagen halt, ich bin das, ich bin dies. Ja, sich einfach darauf einlassen und dann einfach es bejahen und sagen, ja, okay, dann ne, den Schatten umarmen. Damit wird er nämlich aufgelöst. Damit verliert er seine Macht. Also es ist auch meine Lebenserfahrung, dass es eigentlich tatsächlich die einzige Möglichkeit ist, um diesem Schatten zu begegnen. Also es gibt eigentlich keine Alternative zu dieser Umarmung, von der du sprichst. Ja. Zu dieser vollkommenen Annahme und auch zu diesem, ja, vielleicht ist es so. Ja. Ja, und das ist halt das Ding, wenn man mal darauf geht, es gibt ja auch heutzutage in spannender Weise neue Archetypen. Wo ich sagen würde, das sind schon fast Egregore. Mhm. Und zwar, ich kenne der modernste und stärkste Archetyp unserer Zeit ist dieses Monster, was alle Nazi nennen. Nazi nicht als irgend so ein Typen aus den 30er Jahren, der da irgendwo durch die Gegend marschiert und da einen Gruß macht, den meine ich nicht. Ich meine dieses ungreifbare, böse, diese ungreifbare, böse Energie, die jedem aufgedrückt wird, der irgendwo etwas sagt, was anderen nicht gefällt. Also man kann ja ganz schnell einfach sagen, wenn einem irgendwas nicht passt, du bist ein Nazi.
Also du kannst irgendwas kritisieren und du kannst jeden Kritiker sofort mit diesem Bann, mit diesem Fluch belegen und ihm sagen, dass er ein Nazi ist. Dann fängt er an, wenn er stark konditioniert ist und der Dämon in ihm sehr groß noch ist und mächtig, dann fängt er an, sich zu fürchten und sagen, nein, damit habe ich gar nichts zu tun. Mit diesem Gespenst. Ich bin kein Gespenst. Ich bin nicht dieser Dämon, den ihr Nazi nennt. Ich habe damit nichts zu tun. Lasst mich damit in Ruhe. Ich habe Angst, meinen Job zu verlieren oder meine soziale Stellung oder was auch immer. Mit diesem Nazi habe ich nichts zu tun. So, und das ist genau der Punkt. Und der Satanist, wenn jemand einem Satanisten sagen würde, ja, du bist doch so ein richtiger Nazi, dann sagt der Satanist, ja, dann, wenn du das so sagst, mir völlig egal. Nenn mich, wie du willst, interessiert mich nicht. Das heißt also, da wieder diesen Schatten, dieser Schatten wird, das wird gar nicht ernst genommen. Er reagiert nicht darauf, wie er reagieren muss. Er sagt nicht, nein, lass mich damit in Ruhe. Ich kann dir beweisen, ich habe ausländische Freunde, ich kann gar kein Nazi sein. Also er reagiert nicht, sondern er sagt einfach, du, das ist mir völlig egal, wie du mich nennst. Ja. Das ist mir völlig Jacke. Ja, es ist echt so ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist ja auch was, was man eigentlich in der Meditation oder in diesen östlichen Lehren viel lernt, dass dieser Widerstand das ist, was die Dinge eigentlich erst so richtig stark macht. Ja, genau. Also ähnlich wie wenn du versuchst, deinen Gedankenprozess zu stoppen, ja, damit du da halt mal ein bisschen Frieden reinbekommst. Und intuitiv würdest du denken, ich muss diesen marsianischen Weg gehen, ich muss dagegen irgendwie kämpfen. Und das ist das, was das Ganze erst zur richtigen Hölle macht. Ja. Absolut. Also das ist halt unglaublich. Ich habe zum Beispiel mal, ich habe mal bei einer Diskussion, es gab tausende Diskussionen, aber mir fällt noch ein besseres Beispiel ein. Ich war mal in Bonn. Und da bin ich in eine evangelische Kirche gegangen. Und ich hatte einen Hut auf. Und da war irgendeine Veranstaltung. Die haben da Sekt getrunken und dann war da der Pastor und hatte da sein Pastorenkostüm an und alles ganz schön so. Ne? Und dann bin ich da reingegangen, habe mir das alles angeguckt und plötzlich kam der Pastor auf mich zu, guckte mich ganz streng an und hat gesagt, Sie wissen aber schon, dass Sie hier keinen Hut tragen dürfen. Da habe ich gesagt, hä, warum das denn nicht? Nein, bei uns hier in der Kirche setzt man den Hut ab. Das macht man so. In einer richtig lutherischen, evangelischen Gemeinde werden keine Hüte getragen. Da habe ich gesagt, aber geht das auch ein bisschen freundlicher irgendwie so? Ne? Der hat mich so richtig ekelhaft angemotzt. Und dann habe ich einfach gesagt zu ihm, aber in meiner Tradition muss man einen Hut tragen, wenn man ein Gotteshaus betritt. Und dann hat er gesagt, okay, das heißt also, Sie sind ein Jude? Und dann habe ich gesagt, oh. Und dann guckt er mich an, oh, das tut mir natürlich leid. Es ist ja meine Schuld, mein Fehler. Und dann ging der runter auf die Knie und hat sich tausendmal entschuldigt und hat mir Sekt angeboten und tralala und ist dann zu der Diakonin gegangen und hat gesagt, die führt sie jetzt hier ganz rum und sie können sich hier frei fühlen und alles ist gut und alles ist toll. Und das ist das Spannende. Das ist dann sozusagen das Pendant, das Gegenteil von der Prägung von dem, was der Nazi ist. Wäre ich da reingegangen mit einer Bomberjacke und Springerstiefeln und weißen Schnürsenkeln, so richtig 80er Bildzeitung klischee-mäßig, mit so einer Domestos ausgebleichten Hose, wie diese 80er Skinheads-Nazis. Ja, ja. Und sähe aber nur so aus. Dann hätte man wahrscheinlich gesagt, suchen Sie hier irgendwen, haben Sie sich verlaufen, was möchten Sie hier? Sie hätten sofort so ein unangenehmes, Sie hätten wahrscheinlich gewollt, dass ich gehe. Und das ist das Ding. Ich habe das schon immer geliebt, bei den Leuten so einen Error im Kopf auszulösen, indem ich mit diesen Archetypen gespielt habe. Ja, du musst nicht mal aussprechen, dass du irgendwas bist. Du musst nur die Signale geben und dann der Rest passiert in der Fantasie der Leute. Der Rest passiert im Kopf der Leute. Du musst nur das Signal geben und die basteln sich dann das zusammen, weil die alle so stark konditioniert sind und weil die eben, obwohl sie ihren Kern schon versuchen zu leben, aber immer wieder durch diesen Dämon beeinflusst werden. Und auch das ist das Einzige, was in ihnen drin ist, was sie dann steuert. Dieser fucking Dämon.
Ja, tatsächlich. Und das also ist das, was eben Satanisten oder einige Satanisten oder bestimmte Leute in diesen okkulten Kreisen wissen und sich zunutze machen. Also man sieht, wie mächtig das Ganze ist, ne? Aber auch wegen deiner Geschichte eben, die ich echt wundervoll fand. Ein sehr gutes Beispiel. Aber was man dafür eben braucht, um so zu reagieren, wie du in der Situation das gemacht hast, ist diese Geistesgegenwart. Ja, weil oft beginnt einem ja Situationen, wo jemand unfreundlich zu jemandem ist und es kommt aber unerwartet. Du wirst irgendwie kalt erwischt, ja, weißt nicht, wie du reagieren sollst, weil es einfach zu überraschend warst, machst irgendwas, ja, und dann brütet der Ärger in dir vor dich hin, ja. Ja, ja. Speziell hier in Deutschland bei ganz, ganz vielen der Fall, ja, merkst du, und plötzlich bricht das dann heraus, ja. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, da eben diese Bewusstheit, diese Geistesgegenwart zu haben, damit man dann genauso reagieren kann, wie du es zum Beispiel gemacht hast, ja. Das ist halt genau der Punkt, wenn wir zu Archetypen kommen, und ich würde ja gerne nochmal fragen, welchen Archetypen du quasi mit dir am stärksten verbunden siehst. Bei mir sind es tatsächlich mindestens zwei, die am meisten, ich würde sagen, tatsächlich noch vor dem Magier ist bei mir der Trickster am aktivsten. Ja, wie im Tarot, ne? Es ist so, ich bin ein absoluter Narr. Ich bin ein Narr und ein Trickster. Ja. Mit Komponente dieses Magiers. Und natürlich spielen noch ein paar andere Archetypen eine Rolle. Ja, ich habe auch, wie gesagt, so ein saturnisches Element auch in mir. Das schwingt halt manchmal in meiner Melancholie oder auch in meinem Hang, mich dann doch an irgendwelche verlassenen Orte zu begeben und dort dann da einfach nur zu verharren. So, weißt du, so ganz anstrengend, einfach da nur so zu stehen und dann so ins Leere zu gucken. Und das, ich mag das einfach manchmal. Ja. Kann auch nicht jeder, ne? Muss man können. Ja, das ist halt dieses Saturnische irgendwo, ja, sich auf irgendwelchen Friedhöfen oder in irgendwelchen zerfallenen Ruinen aufzuhalten, da stundenlang. Das ist halt so das Ding, ne? Und da muss ich halt sagen, dieser Trickster, der hat mir nicht immer Gutes gebracht. Ich habe dadurch auch viel, man kennt es, der Kojote, ja? Bei den Schamanen gibt es eben den Kojoten und man kennt ja diese Looney Tunes, wie die heißen, ne? Tiny Tunes, wo dann der Kojote dann am Ende immer irgendwo, der dann quasi in seine selbst gegrabene Grube fällt. Ja, der Roadrunner, ne? Ja. Miep, miep. Und ich kenne das. Ich kenne das nur zu gut. Ich habe schon so oft irgendwie mich um Kopf und Kragen geredet oder habe irgendwas gemacht, was dann, ne? Aber am Ende, und das ist halt das Wichtige auch, der Trickster kommt halt irgendwie immer durch. Der kommt immer mit seinen Sachen durch. Am Ende, also der hat so um Sackhaaresbreite ist er dann nochmal, davongekommen. Ja, ja. Das ist wie in dieser Sage, ne, vom Heiligen Gral mit Parzival. Du musst der reine Narre sein, nur der reine Narre kann irgendwann diesen Heiligen Gral finden. Und weißt du, klar, natürlich, der Narre kann eben auch für diese übertriebene Unvorsicht stehen, ja? Auf der einen Seite ist es natürlich das Erste, was aus der Quelle kommt, aber es kann natürlich manchmal auch für Leichtsinn stehen. Aber dennoch, da merke ich wieder, wie ähnlich wir uns in der Hinsicht sind tatsächlich, weil ich jetzt ganz, ganz ähnlich beschrieben, weil bei mir ist es schon so, ich habe es immer wieder gewechselt, weißt du, ich kann dir jetzt keinen Archetypen nennen, wo ich sage, da habe ich jahrelang damit gearbeitet, weil ich eben immer wieder, wenn was aus der Balance gerät, merke ich, oh, jetzt braucht das wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, ja. Zum Beispiel jetzt, falls du es rituell wissen willst oder so, da arbeite ich gerade viel mit Hermes, Merkur einfach, ja, mit Super. Todd. Geht das immer. Für mich einfach der Gateway eben, aber auch zu dieser Magik ist, weißt du, zu dieser Vereinigung der Gegensätze, ja. Ich finde einfach, das ist da, Crowley hat so einen schönen Text geschrieben, das heißt Lieber Israfel. Das könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Das habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Ich glaube, das kenne ich auch. Ja, da ist viel aus der Schmack. Was ich an Hermes oder Merkurius so schön finde, er ist halt unglaublich schnell. Ja, es gibt so Gottheiten oder Archetypen, die sind in ihrer Wirkung und ihrer Wirkweise sehr subtil oder auch sehr langsam. Und da bin ich auch nicht so ein Freund von, weil ich auch schon eher zu Ungeduld neige. Und da mag ich dann doch lieber diese Wesenheiten, die schnell einfach, wo du schnell merkst, da passiert irgendwas. Mhm. Ja. Und da geht es ja vor allem um diese geistige Schnelligkeit dann auch. Ja, ja, genau. Ja. Das ist halt toll bei Merkurius. Immer wieder gerne. Merkur ist immer irgendwo auch da.
Aber wir haben jetzt noch gar nicht über deine Archetypen geredet. Ja? Was sind denn bei dir so Archetypen, die so standardmäßig sehr oft präsent sind oder meistens? Nee, ich wollte das auch gerade noch weiter ausführen. Ah, Und tatsächlich aber wir schon unterbrochen hier. eben genau beim Magier und beim Narren auch bleiben, weißt du, weil, Ah, ja. ja, wir sind ja bei so einem CG-Jung-Thema, da kann man noch mal ein bisschen tiefenpsychologischer werden. Ja, da Ja. muss man ein bisschen sich in die Karten schauen lassen. Weißt du, bei mir war es so, ich habe oft, manchmal, wenn ich versucht habe, meinen Schatten zu betrachten, hatte ich manchmal so einen Eindruck, ach Stefan, es gibt so einen Teil von dir, der ist so urteilend, ja. Also wenn ich da, weißt du, auf Instagram bin oder so, da muss ich nur 5 Minuten drauf sein, da muss ich echt erstmal eine halbe Stunde spazieren gehen, um mich zu erholen, weil, weißt du, ich sehe diese Menschen, ich sehe diese Heuchelei und ich erkenne sie irgendwie auch. Das ist halt einfach was ich irgendwo, da habe ich so einen Blick dafür, ist ja eigentlich auch nicht schwierig, es kann jeder empathische Mensch. Und ich merke einfach, weißt du, wie der Geist urteilt ja automatisch, ja. Und wenn du dann so eine Introspektion machst, dann fühlst du dich da manchmal so ein bisschen schlecht dafür, ja, weil du denkst so, ach, andere Menschen haben das nicht den ganzen Tag, dass sie immer jemanden sehen und sofort da urteilen müssen, ja. Aber ich habe gemerkt, nach so einer reifen Analyse, dass dahinter tatsächlich der nahesteht, der nur auch eigentlich immer so das Gegenteil auch haben will, ja. Also bei mir war es ganz oft so in verschiedenen Berufen, Ausbildungen, Studium und so, dass ich teilweise auch so ein Problem hatte, die Dinge so bierernst zu nehmen wie andere, ja. Ich konnte das schon mal, aber es war immer auch der andere Teil dabei, der sich über alles lustig machen konnte, ja. Der immer halt auch das gesehen hat, so, wisst ihr Leute, eigentlich ist das hier alles doch nur ein Spiel, ja, und wenn wir hier gerade Wirtschaftswissenschaften studieren oder wie auch immer, ja, und dieser Archetyp des Narren hat mir da tatsächlich rausgeholfen aus dieser Verurteilung, auch mir selber gegenüber, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht dieser großartige Alien oder so, der eigentlich will, dass hier die ganze Welt weg ist, weil ich die ganze Heuchelei sehe und weil ich den Zeitgeist nicht leiden kann, ja. Sondern es ist tatsächlich der Narr dahinter, der halt irgendwie beide Seiten immer sieht, ja. Und dann sieht man sowohl das Helle wie auch das Dunkle, ja. Ich wollte gerade Aber es sagen, man ist muss ja auch ganz so. klar sagen, der Narr ist nochmal eine Varietät des Tricksters, aber der Narr ist nicht der Trickster. Ja, Trickster ist eigentlich mehr der Magier sogar, gell? Der Trickster ist vor allen Dingen der Narr ist, also für mich, ich kann das jetzt mal sagen, wie ich das Ja, sehe. aber. Für mich ist der Narr vor allen Dingen jemand, der andere unterhält, aber gleichzeitig auch dadurch wieder erhöht, indem er Weisheit in Ironie verpackt. Der ist gut, ja. Ja, und der Trickster ist im Grunde genommen mehr wie ein Mephisto, Ein Loki so ein bisschen, ja, ja, das ist schon. der schon auch listenreich ist und sag ich mal, manchmal auch so abgründig ist und Dinge tut, die andere als finster oder als böse bezeichnen würden. Aber am Ende des Tages ist das, was er bezweckt, damit rein gut. Ja, das heißt also, Aber dann so ein bisschen der Geist, der Böses will und Gutes schafft, also er genau, will das aber eigentlich gar mir nicht, fällt ja. aber so richtig Tolles zu ein. Es gibt ja die Jesiden und Ja, die die Jesiden, Satansanbeter, ne? die verehren ja Scheitan. Melek Taus. Ja, und Melek Melek Taus, Taus den V, ne? ist ja ein Synonym für Iblis, was sie aber nicht sagen, das sprechen sie nicht aus. Und das Spannende ist aber, dass dieser Melek Taus, der letztendlich sowas wie der Teufel ist, führt die Menschen aber zu Gott. Das heißt, sie kommen über den Teufel zu Gott. Und da finde ich, ist dieser Trickster-Aspekt kommt da sehr gut zur Geltung, weil genau das ist, was der Trickster am Ende tut. Er führt die Menschen zu Gott durch ein gewisses teuflisches Treiben. Ja, Ja. wundervoll, wundervoll, dass du die Also, Jesiden ansprichst. Das ja. freut mich. Ja, weil ich über die Jesiden in letzter Zeit auch viel gelesen habe, weißt du, über Set scheitern und Ich habe das mit ist so Jesiden ein, gesoffen. Ganz tolle Leute sind das. ja, es ist ja auch so ein bisschen diese Theorie, dass es, bevor es diese ganzen Sonnenkulte gab, ja, und bevor es auch Jehova Adonai gab, dass die eigentlich früher waren das alles lunare Kulte. Also sowohl in Ägypten wie auch in Mesopotamien. Also dass das eigentlich eher so stellare Kulte waren, ja, Ja, wo du wobei die eher so. Jesiden sind ja Sonnenanbeter.
Ja, aber auch in Seth kannst du eigentlich, du weißt, wie das ist. Das sind so ein bisschen paradoxe Ströme, ne? Wobei, ja gut, in heutiger Forschung ist ja Seth, wird ja dem Merkur zugeordnet. Finde ich auch komisch, weil ich das magisch gesehen, also wenn man sich jetzt die ganze Literatur reinzieht über die ganzen Okkultisten der letzten 200 Jahre, dann wird man Seth eigentlich immer nur mit Saturn in Verbindung sehen Genau oder das. manchmal sogar auch mit Mars oder so, wegen seinem energetischen, ja. Aber tatsächlich, das, was wir so antik überliefert haben, wäre dann Merkur. Finde ich auch komisch. Muss ich ehrlich sagen, finde ich komisch, teilweise ein bisschen unpassend. Aber wenn es so ist, oder keine Ahnung, mir ist es letztendlich Ja. egal, das kann jeder Ja, so sehen. Merkur kann ja vielleicht jedes Kostüm annehmen, ja. Weißt du, das ist ja das, weswegen ich Telemer von Crowley schon spannend finde, weil er halt immer versucht, diese Zwillingsströme irgendwie zu beschreiben, was Kenneth Grant dann wundervoll ausgearbeitet hat. Also ich meine, Heru-Ra-Ha, ja, diese Gottheit des neuen Äons von Crowley hat ja praktisch zwei Seiten, ja. Auf der einen Seite Ra-Hur-Kult, was Horus entspricht, und auf der anderen Seite Hur-Pa-Krat, ja, also dieses stille Kind, was du aber eben dann als diese lunare Seite sehen kannst, die eher mit Seth und mit Isis verbunden ist, ja. Und da kommt halt für mich dieses Absolut. Merkuriale so ein bisschen rein, weißt du? Ja. Deswegen mag ich auch Merkur, weil der kann eigentlich alles Und das verkörpern. ist ja das Ding. Merkur ist auch eine Trickster-Gottheit. Und das würde dann aber auch wieder zu Seth passen, weil Seth auch eine Trickster-Gottheit ist. Und spannenderweise wird auch Jahwe als Trickster-Gottheit angesehen. Mal, wir erinnern uns an die Geschichte mit Jakob und Jakob als der Betrüger, ja, mit Jakob und Esau. Jakob als der Betrüger, der Esau betrügt, beziehungsweise den Vater betrügt und Esau bescheißt und was weiß ich, wo es um den Segen geht des Vaters und so weiter. Und das macht Jakob auch letztendlich zu diesem Trickster. Und das Spannende ist, dass Samael, der ja eigentlich der Teufel ist, in der kabbalistischen Ausprägung des Judentums ist halt auch ein Trickster, aber Jahwe eben auch. Und das ist eben dieses Spannende, dass das Judentum im Grunde genommen eine Trickster-Religion ist. Im Grunde müsste ich Jude werden, weil das eigentlich eine richtig krasse Trickster-Religion ist. Ich habe ja, das ist ja auch immer so ein Ding. Ich liebe die auch. Viele, die glauben, dass ich so irgendwie ein Problem mit dem Judentum hätte oder irgendwas, oder auch gegen Jahwe, weil ich immer gegen Jahwe wettere, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem Judentum und auch nicht mit Jahwe. Überhaupt nicht. Das ist halt immer so, es wird immer falsch verstanden. Ich erzähle nur Sachen, die in einem gewissen Kontext stehen und die mit gewissen Orden oder bestimmten Situationen in Verbindung gebracht werden oder auch historisch oder beziehungsweise in der Antike und so weiter. Ich zeige einfach nur Sachen auf, aber ich bin nicht gegen irgendwen. Ja, und das Judentum Das ist ist ja ja auch der so unglaublich vielfältig, weißt du? Ja, Also, erstmal wie das. gerade schon angesprochen, ich finde am spannendsten, ich glaube, dass das Judentum eigentlich auch eher so ein lunarer, stellarer Kult war. Ja, Weißt du, denke ich genau auch. wie du beim Islam ja überall dieses Symbol von Mondsichel und Stern hast, ja? Ja. Das heißt, ich sehe tatsächlich auch ein bisschen, Saharasia-These hatten wir neulich auch mal, ich sehe, dass das eigentlich mal sehr mit dieser großen weiblichen Kraft irgendwo verbunden war. Und dass dann irgendwann irgendwas ist da passiert, dass dieser komische patriarchale Trip kam und den muss ich auch kritisieren. Aber ja, wie du gerade sagst, Samael ist in manchen gnostischen Texten ja auch genauso ein Name für diesen Demiurg, der Ja, dann genau. Adonai, Yahweh, Das Jutewaffe ist. Ja? Ägypter-Evangelium, da wird es auch, glaube ich, Genau. beschrieben, im Ägypter-Evangelium, da wird es beschrieben, ne, da heißt er Yaldabaoth, Saklas, Samael, Sag das, genau, ja. Ariel oder Arial, das sind die Namen, die für ihn da in diesen antiken gnostischen Texten genommen werden und eben, wie gesagt, Samael. Und das ist eben das Spannende, Samael kommt ja, ne, Samechmem und dieser Samael, also ich übersetze Samael mit die Droge Gottes. Warum Droge? Ganz einfach, weil einerseits kann diese Übersetzung mit Gift passt halt nicht hundertprozentig. Es wird normalerweise regulär mit Gift Gottes übersetzt, manchmal auch mit blinder Gott, aber das ist mir zu vage. Gift Gottes passt insofern eher als blinder Gott, aber das Ding ist, er kann auch Medizin Gottes heißen. Ach, okay. Und das Ding ist, für mich ist, wenn es Was ja ein eigentlich eher Gift, Raphael ist, ne? und So der deswegen Heiler sage ich ja, wenn Gottes. es ein Gift ist und eine Medizin ist, wenn es ein Gift sein kann oder eine Medizin, dann ist das für mich eine Droge. Es ist eine Droge.
Und also eine quasi sowas wie eine Apothekendroge. Es ist eine Apothekendroge, ja? Eine Droge, die du kaufen kannst und mit der du aber vorsichtig sein musst, weil wenn du zu viel davon nimmst, dann knallst du dich weg. Und wenn du die richtige Mischung, die richtige Dosis an Samael zu dir nimmst, dann kann es dich heilen. Und das ist das, wie ich Samael auch wahrnehme von seinem Archetypen. Samael wird ja in der magischen Literatur eben als Engel des Mars gesehen. Genau. Samael wird auch als Schutzengel von Rom bezeichnet. Mhm. Das ist auch spannend. Aber ich muss sagen, Samael ist eben eine Wesenheit, die sehr vielschichtig ist. Und wenn man sich die Midrashim anguckt zum Beispiel, das sind diese Beischriften oder diese Interpretationen von Rabbinern über den Zohar und so weiter, also so eine kabbalistische Schrift, dann wird man feststellen, dass Samael gar nicht so greifbar ist und so krass kategorisierbar ist. Samael ist sehr flüchtig, Samael ist schon einerseits dieser Trickster, aber andererseits taucht er als Todesengel auf. Ja, genau. Ja, und wie du schon gesagt hast, der ist ja teilweise wird er als Erzengel des Mars gesehen, vielleicht dann auf einer anderen Ebene, wo man ihn eher mit dem Demiurg, der ja eher so die Ebene des Jupiter wäre, ja, vergleicht. Ja. Und ich glaube, du triffst halt in unseren Studien immer wieder auf diese Widersprüche, wo ich glaube, da kriegen dann viele wie so eine Art Kurzschluss im Verstand und denken sich, das widerspricht sich doch alles, diese gnostischen Texte. Ja, das ich finde das geil, ich finde das mega. Das ist wie diese japanischen Koans, die dich total irre machen, ja, das ist richtig geil. Genau, bis du merkst, hey, in genau dieser Verwirrung liegt irgendwo auch die Chance, dass ich das gar nicht so genau rausfinden kann. Der Archetyp ist rein gut und den Loki, das wollen wir gar nicht. Ja? Nee, es gibt, für die meisten Leute gibt es immer nur, muss es klar definiertes Gutes und klar definiertes Böses geben. Und es muss vor allen Dingen immer eine einzige wahre Wahrheit geben, die mir dann sozusagen sagt, was ich glauben, denken, fühlen und wissen soll. Und das ist eben dieses Ding, dazu neigen eben oftmals religiöse Fanatiker, Fundamentalisten, was auch immer, die sagen, es gibt nur eine Wahrheit, bababab, dieser Gott hat gesagt das und peng. Und ja, und das ist eben, meines Erachtens führt sowas immer in eine Sackgasse und das ist meines Erachtens auch immer eine Sackgasse des Tricksters. Weil der Trickster ist der Erste, der dir erzählt, ich habe die absolute, perfekte Wahrheit. Es gibt nur diese eine Wahrheit und ich werde sie dir erzählen. Und wenn jemand so daherkommt, dann weiß ich, dann riecht das für mich nach, das ist der Trickster. Dahinter steckt der Trickster. Das ist genau das Ding. Der erzählt dir das und dann, wenn du darauf eingehst, dann lacht er sich ins Fäustchen und je absurder diese Wahrheit ist, desto höher ist dieser Genuss, wenn du dran glaubst für ihn. Und das ist eben der Punkt. Ja. Mhm. Also da sind solche Sachen wie ja Wasser in Wein oder übers Wasser laufen, das ist Pillepalle, das ist ja gar nicht, das ist ja überhaupt nichts. Aber es gibt ja auch andere Religionen, die da so völlig fantastische Wahrheiten rausholen. Ne? Und das ist halt das Ding. Menschen, die sich entscheiden, in so ein Paradigma einzutreten, die nähren ja auch einen gewissen Egregor. Magst du vielleicht mal erklären, was ein Egregor ist für unsere Zuschauer? Ich kann es versuchen. Also ich sehe ein Egregor am ehesten als eine Wesenheit, die von jeder Gruppe gebildet wird, die sich regelmäßig trifft und natürlich im besten Falle magisch arbeitet. Ja? Wobei ich auch finde, also es muss nicht mal unbedingt eine magisch arbeitende Gruppe sein. Ja? Ein Egregor wird einfach immer geschaffen. Das Gesamte ist mehr als die Summe seiner Teile, ja. Ihr habt einen Freundeskreis, in dem ihr beispielsweise zusammen irgendwelche Rituale macht, euch austauscht, ja. Und da wird praktisch eine Wesenheit geschaffen, die euch alle beeinflusst auf unterschiedliche Art und Weise, aber die ihr euch unter Umständen gar nicht bewusst seid, ja. Es ist wie eine Form von Spirit, die durch jede geistige Schule, die durch jede Loge weht, ja. Also eine Idee, die mit Kraft gefüllt und gefüttert wird. Und dieser Egregor entwickelt sich eben immer weiter, je nachdem, welchen Weg ihr da in der Gruppe verfolgt. Mhm. Genau, das würde ich auch so sagen, so in dieser Richtung auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, das ist nicht nur, klar, magisch gesehen, also magisch arbeiten heißt aber auch für mich zum Beispiel,
dann auch immer wieder irgendwas wiederholend denken in einer Gruppe, wo die anderen das auch machen, wiederholen. Also zum Beispiel Rosenkranz beten. Das wäre auch eine fantastische Möglichkeit, einen gewissen Egregor immer wieder aufzuladen, weil da immer wieder dieselben Gebete, es ist immer das gleiche Gebet, es ist immer das gleiche Ding und immer die gleichen Abläufe. Du gehst da hin, zündest die Kerze an, kniest dich hin, betest den Rosenkranz auf die Art und Weise. Dann nimmst du, ne, dann bekreuzigst du dich mit Weihwasser, pipapo. Das ist ein wunderbares Rahmenritual, um einen Egregor zu füttern. Und das heißt, im Grunde genommen, und da muss ich auch sagen, das sind meine absoluten Lieblings-Egregoren. Die betrachte ich nicht als reale Wesen oder Geister oder irgendwas. Das sind für mich Egregoren. Das sind für mich Maria und Jesus Christus. Das sind für mich persönlich die spannendsten, tollsten und funktionalsten Egregore, die ich kenne. Und für mich sind auch teilweise die Erzengel sind für mich auch Egregore. Ja? Weil, also meine Erfahrung ist halt ganz einfach, die reagieren auf bestimmte Sachen. Wenn man bestimmte Dinge tut, reagieren die darauf. Ja, die tasten dich ab, wenn du in das Schema reinfällst, wenn du all das tust, was die wollen. Und da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen dem Egregor Jesus Christus der römisch-katholischen Kirche und dann dem Egregor anderer Kirchen, der auch Jesus Christus heißt. Und da wird es ziemlich spannend, weil sich da Egregore miteinander vermischen und da quasi dann eben auch der Egregor zu einem so eine Multischizophrenie entwickelt, die ja dann dazu führt, dass eben der Name ständig irgendwo angetriggert wird, aber unterschiedlich behandelt wird. Und dann, also ich könnte mir das so vorstellen, dass der Egregor dann dahin geht und sagt, okay, jetzt kommen hier ein paar Katholiken. Das heißt, die müssen, die Katholiken, die sich in diesem Kraftfeld befinden, müssen erst die und die nun die Sachen gemacht haben, damit sie dann das und das Gefühl bekommen, durch mich als Egregor. Und dann gibt es andere Christen, die dieses ganze Zeug nicht machen. Die müssen dann andere Dinge wieder tun, um dieses Gefühl durch Jesus zu kriegen. Also in so einer Erweckungsgemeinde, hier irgendwelche Siebentags-Adventisten, die dann da so rumeiern und da irgendwelche ekstatischen Tänze aufführen und dann da Lieder singen gemeinschaftlich. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, aber ähnlich wie die ganze Zeit Rosenkranz beten. Das hat auch so eine trancefördernde Wirkung. Aber meine Erfahrung ist tatsächlich, das katholische Kraftfeld haut am krassesten rein. Warum? Weil die meisten Katholiken sind. Die meisten Christen dieser Erde sind Katholiken. Und die füllen diesen Egregor mit ihrer Kraft. Und die Gebete sind vorgeschrieben vom Vatikan. Das heißt, es ist alles vorgeschrieben. Und du meinst, dass diese Form der Wiederholung, wie jetzt im Rosenkranz oder bei den Indern wiederholt man ja diese Mantras. Auch super geil, ja. Also du meinst, dass diese Wiederholung eine sehr starke Form ist, um so einen Egregor aufzuladen, als wenn man da jetzt komplett chaotisch ranginge. Ja, absolut. Also das Ding ist halt, gerade auch wenn man neue Egregoren schaffen will, ne, was auch Logen gerne machen oder magische Kreise, die jetzt ein bisschen Ahnung haben von Magie und sich dann da neu, als Beispiel, es gibt zum Beispiel diesen Kainskult, ja, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, damals gab es diesen Temple of the Black Light, der ist so ein bisschen zurück in den Untergrund gegangen, der war mal, so 2010 war der mal ein bisschen präsenter, auch im Internet, hat sich dann aber wieder zurückgezogen, weil er gemerkt hat, man zieht nur Idioten damit an, also, und das heißt, die haben dann auch irgendwann, oder dieser Gruppenmeister da, dieser Großmeister da von diesem Orden, hat dann irgendwann einen Tempel aufgebaut und einen Kainskult etabliert. Und innerhalb dieses Kainskult, er hat dann mehrere Bücher geschrieben über diesen Kainskult und dort waren dann auch gewisse Gebete, gewisse Rituale, die einem gewissen Schema auch folgen und wo es dann eben auch darum ging, was weiß ich, Blut zu opfern und verschiedene andere Sachen zu opfern und so weiter, um diesen Egregor auch einfach zu füttern. Und es wurde halt klare Symbole, klare Siegel, klare Rituale, klare Rahmenbedingungen geschaffen,
die dazu führen müssen, dass ein Egregor wachsen kann. Wenn jemand völlig chaotisch arbeitet, mal so, heute so, morgen so, oder man hat eine Gruppe, wo man sagt, komm, wir arbeiten jetzt alle mit dem und dem Wesen, aber jeder so, wie er will, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Egregor relativ unzugänglich ist und relativ verstreut ist und keine konzentrierte Energie abgeben kann, weil er nicht so programmiert wurde. Aber ein Egregor, der immer strikt nach denselben Regeln verehrt wird, der wird am Ende die meiste Power besitzen. Ja, ich kann dir soweit folgen. Ich bin insofern etwas zwiegespalten, dass es ja diese magische Theorie gibt, dass wenn du ein Symbol zu oft verwendest, auch im falschen Kontext vielleicht, oder weißt du, zum Beispiel das Christentum, wenn wir das Kreuz nehmen, dann könntest du ja sagen, dieses Symbol ist einfach profanisiert, verwässert irgendwie mittlerweile. Und wenn du dir ein individuelles Symbol überlegst, dann ist das, je nachdem wie individuell, ist es eigentlich ja nur mit dir verknüpft, ja, so. Das ist das, was du magisch auf der Astralebene dann geschaffen hast, ja. Dennoch finde ich, deine Argumentation gibt schon auch Sinn, dass du einfach sagst, in diesen Katholizismus fließt immer noch so viel Power rein, dass diese Power nach wie vor da ist. Also wenn du mich fragst, ist die katholische Religion eine synkretistische Religion, die von Magiern erschaffen wurde, die ein magisches Verständnis hatten, die ganz genau wussten, wie sie sowas erschaffen. Den Versuch gab es übrigens schon mal vorher, nämlich bis 400 nach Christi gab es einen Mysterienkult des sogenannten Serapis. Und Serapis oder Sarapis ist im Grunde genommen auch so eine synkretistische, zusammengehäkelte Gottheit aus verschiedenen Gottheiten. Da ist einmal Apis drin, Osiris, Zeus, Hades, Asklepios und verschiedene andere Götter. Man hat also da alles Mögliche reingesteckt und hat dieser Gottheit dann verschiedene Aspekte dieser Gottheiten gegeben, Attribute in diese Figuren. Genau. Und fing in Ägypten an, glaube ich, Serapis, ne? Das war, glaube ich, als die Griechen nach Ägypten kamen. Im griechischen Ägypten. Ja. Im griechischen Ägypten, also Alexandria hauptsächlich, war so der Hauptverehrungsbereich. Dann wurden Tempel gebaut, dann wurden Priester ausgebildet und dann gab es festgelegte Rituale. Und man wusste ganz genau, dass man durch bestimmte Ritualabläufe einfach durch Wiederholungen nicht nur eine Konditionierung beim Menschen erzeugt, sondern eben dadurch auch ein Kraftfeld erzeugen kann. Das wussten die damals schon. Und da gibt es zumindest Hinweise darauf, dass sie es wussten. Und meines Erachtens ist der Serapis-Kult deshalb gefloppt, weil er nicht einfach genug war und weil eben nicht jeder Zugang hatte. Das heißt also, man musste schon sich Mühe geben, um diesem Kult beizutreten und dann konnte man auch nur als Mann beitreten. Also das heißt, man hatte erstmal die Geschlechter getrennt und dann hatte man das Problem, dass nicht jeder dieser Religion einfach beitreten konnte, um dann dieses Kraftfeld zu nähren. Man wollte das so ein bisschen elitärer lassen. Aber das hat halt dazu geführt, dass das Ganze am Ende auch gescheitert ist. Genauso wie die anderen Mysterienkulte. Es gab auch den Isis-Kult, der hat sich bis nach Mainz durchgesetzt. Ja, es gab in Mainz gab es den Magna Mater-Tempel, den man da irgendwann freigelegt hat. Alles schön und gut. Finde ich auch super geil und spannend, aber hat sich nicht durchgesetzt. Und ich glaube einfach, dass die römischen Politiker der damaligen Zeit einfach auch eine Religion und ein System erschaffen wollten, wieder so ein synkretistisches Ding, aus alten Kulten heraus. Die ganzen Heiligen sind nichts anderes als tausende Lokalgottheiten, die es in dem Römischen Reich gab. Das ist sogar teilweise belegt. Ja, du hast einfaches Beispiel, zum Beispiel Brigida. Sankt Brigida, wer ist das? Das ist die Göttin Brigitte. Ja. Und dann hast du noch tausend andere. Oder Sankt Georg. Sankt Georg, ja, das ist dieser Siegfried letztendlich. Und es gibt halt tausend verschiedene Heilige, die überall dann aufgenommen wurden und die letztendlich dann irgendwelche Lokalgottheiten waren oder Gottheiten von irgendwelchen anderen Kulturen. Und dann hat man eben diesen Hauptgott, Jesus Christus, der im Grunde niemand anderes ist als Dionysos, Apollon, Helios, Luzifer.
aber der römische Luzifer, nicht die Bestie Satan, Luzifer, die später dann entstanden ist durch die Kirche oder durch bestimmte Einflüsse. Die meine ich nicht. Ich meine tatsächlich den römischen Luzifer, den Lichtbringer, den Morgenstern, mit dem ja Christus auch gleichgesetzt wurde in vielen Stellen in der Bibel und so weiter. Und deswegen, das wurde meines Erachtens wohl das Christentum etabliert, erfunden, erschaffen, gemacht. Es ist eine, heute würde man vielleicht auch sagen, eine chaosmagische Religion. Ja, tatsächlich. Sehr, sehr schön ausgeführt. Also ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet, dass, also hier in den Nachtmehrfahrten, dass gerade im Katholizismus, das ist ja heute noch so, wenn du dir die Messen anschaust, dass du den Eindruck hast, wow, das steht dem Golden Dawn eigentlich in nichts nach, wenn du dir schaust, wie die Messe aufgebaut ist. Da ist eigentlich Power drin. Du hast nur nicht mehr den vorne stehen, der irgendwie diesen tieferen Zugang dazu hat, weil er halt einfach nur auf theoretischer Ebene Theologie studiert hat. Aber speziell im Vergleich zu diesen ganzen reformatorischen Kirchen merkst du, wow, im Katholizismus, das ist so, wie du sagst, das waren wahrscheinlich sehr, sehr fähige Magier, die irgendwie synkretistisch gearbeitet haben. Was ich dich fragen wollen würde, vielleicht, du sagst dann ja, wenn man so einen Egregor aufbauen will, dass jede Form von Okkultismus dem dann ja eigentlich eher abträglich wäre, weil das ja dann automatisch dazu führt, dass du eben Leute aussiebst, ja. Ähnlich wie bei Crowley auch, das ist ja auch so ein bisschen elitär, insofern du brauchst da wirklich einen Zugang dazu, damit du überhaupt erstmal dich da reinarbeiten kannst. Ja, also ich würde sagen, das Wichtigste für einen Egregor ist das Dogma. Ja, und dieses Dogma sollte einfach sein, oder? Genau. Also weißt du, mein Gedanke jetzt währenddessen war so ein bisschen, du musst wirklich optimal den Zeitgeist treffen, genau die Energie, die irgendwie planetarisch, wie auch immer gerade da ist, die musst du treffen, damit möglichst viele Leute damit resonieren können, damit sie Kraft in diesen Egregor reingeben. Es gibt auch sehr subtile Egregore. Für mich ist zum Beispiel die LGBTQ-Flagge auch ein Egregor. Auf jeden Fall. Weil sie ja auch rituell benutzt wird. Sie wird als Identitätssymbol verwendet. Ja. Und ich sage das hier in aller Neutralität. Also ich bin weder für oder noch gegen. Darum geht es jetzt hier auch gar nicht. Sondern es geht einfach nur darum, dass diese Flagge einfach benutzt wird. Ja, wir analysieren das hier nur. Und dann, sobald diese Flagge gesehen wird, löst sie im Gegenüber entweder eine Zuneigung oder eine Abneigung aus. Also diese neutral, also ich glaube, ich kenne niemanden, der sich diese Flagge neutral anguckt. Entweder sagt er, jo, finde ich cool. Oder ne, sagt, oh nee, geh mir bloß weg damit. Ach, und auch die Abneigung würde den Egregor verstärken, oder? Ja, natürlich, klar. Das ist ja genau der Punkt. Deswegen brauchst du ja auch immer, also Feinde stärken ja auch das eigene Kraftfeld insofern, dass sie dich bestätigen. Weil die Anhänger, die du hast, die dich bejahen, die werden dadurch erst recht bestätigt, wenn andere dich ablehnen. Ja, weil die dann sagen, seht ihr, die verfolgen uns, also müssen wir recht haben. Das ist das Prinzip. Ja, deswegen gibt es auch schon in der Bibel die Christenverfolgung. Die wurde meines Erachtens auch künstlich hervorgebracht. Deswegen sage ich ja, das waren fähige Magier, die absolut genial waren, die das geschrieben haben. Ja, das heißt, und da muss man tatsächlich auch so wieder diese Abzweigung zu den Juden machen, die ja auch immer wieder verfolgt wurden. Aber genau. Halt auch sehr, sehr früh, da habe ich dieses Magische immer noch mehr gemerkt als beim Katholizismus, ja. Dass du siehst, wow, die wussten ganz genau, was sie machen und die beherrschen ihr Handwerk. Ne? Definitiv. Also die Schriften, also auch das, was ich von den Juden erforscht habe, muss ich wirklich sagen, ist halt eine unglaublich komplexe, hochmagische Angelegenheit. Für meinen Geschmack manchmal zu verkopft und auch. Zu intellektuell, ja. Ja, zu intellektuell. Da fehlt mir dann wirklich so. Da fehlt mir die Voodoo-Komponente, dieses einfach nur so das Gefühl, in Ekstase gehen und sich so voll drauf einlassen und so. Ich meine, das hast du auch. Du hast auch ekstatische Elemente im Judentum, wie zum Beispiel das Vor- und Zurückwippen beim Beten. Ja, das wirkt immer so ein bisschen apathisch, aber das hat ja im Grunde genommen den Nutzen, die Bewegung als schöpferischen Akt nachzuahmen. Also die Bewegung zu machen, um den schöpferischen Akt nachzuahmen. Das ist also eher ein produktiver, ne? Also manche sagen, okay, das ist irgendwo apathisch. Ja. Aber andererseits kann man auch sagen, das ist ein produktiver Prozess, um das Schöpferische
zu leben, den Archetypen direkt durch einen durchfließen zu lassen, des Schöpferischen, den Schöpfer. Also man kann es negativ oder positiv auslegen, muss sich das selber für sich sehen. Ich sehe darin tatsächlich schon eher was Positives, es sei denn, die Person, die vor und zurück wirbt, ist irgendwo ein bisschen psychopathisch veranlagt. Dann würde ich sagen... Ja, das muss ich mir echt merken mit dem Wippen, weil das kennt man ja wirklich nur irgendwie so aus dem Asylum oder so, so aus dem Irrenhaus, ne, wenn du zu lange eingesperrt bist, dass du irgendwann anfängst, aber... Ja, meines Erachtens... Ist eigentlich genau der Akt, ja. Aber eigentlich ist das, wenn man dann nochmal ein bisschen tiefer drauf angeht, was ist denn das? Letztendlich ist das Ficken. Es geht ums Ficken. Ja, genau. Ja? Dieses rein, raus, das ist dieser schöpferische Akt. Und da haben wir auch tolle archetypische Gesten. Ja, die Römer kannten diese Geste, das ist die sogenannte Fika-Geste. Ja, der Ficker. Ja, und das ist halt genau das Ding. Fika ist eine Fruchtbarkeitsgeste, die für den sexuellen Akt steht. Und das war ein Geheimzeichen in gewissen Mysterienkulten, wo man eben diese Geste gemacht hat. Es gibt ja auch heute, gibt es ja auch Gottformen und Gesten, Mudras und so weiter, die man benutzt, die auch wieder bestimmte archetypische Kräfte oder auch Egregore antriggern. Ja, es gibt ja zum Beispiel das andrehende Rad im Buddhismus. Das geht irgendwie so, ja, dass man dann so vor den Körper hält und dann meditiert. Was dann ja eben für die Bewegung auch wieder steht. Und diese Mudras werden dann auch eben kollektiv praktiziert. Überall auf der Welt macht gerade irgendeiner ein Mudra. Ja, ja, klar. Und oder auch Mantren, das Gleiche. Ja, ja. Ja, und eben ganz viel von diesem Esoterischen kannst du eigentlich auf dieser materiellen Ebene dann immer wieder auf den Zeugungsakt zurückführen. Die Inder haben da ja das Sri-Chakra, ja, diese Dreiecke, die ineinander sind, ja, die Lingam-Yoni. Ja, ganz genau. Und da wird sich da auf dieses Symbol konzentriert, weil du sagst, da ist alles drin. Und aus diesem Symbol kannst du alle Kalas der großen Göttin, alle von Kali verstehen. Und ich glaube, du hast ja auch mal eine Folge über Sexualmagik gemacht mit Kayvan. Ja, genau. Die ich mir jetzt leider noch nicht angehört habe, aber nur um ganz kurz mal off-topic zu gehen, wobei es gar nicht so sehr off-topic ist, aber... ist deine Erfahrung, wie auch immer, würdest du sagen, dass dieses Tantrische wirklich, dass da eigentlich die ganze Macht darin, siehst du so viel Macht in diesen ganzen tantrischen Prozessen, die beschrieben werden? Oder denkst du, dass das eher, dass das schöne Ideen sind? Weil weißt du, wenn man sich das liest, dann scheint da was zu resonieren. Lass mal Tantra weg und beziehst nur mal auf Sex. Also das Ding ist halt, Tantra ist nochmal was anderes. Tantra ist einfach nur esoterischer Hinduismus. Das ist Tantra. Und Tantra hat zum Ziel... Ich weiß, was eher wie Tantra Kabbalah ist. Ich erkläre es nochmal für die Zuschauer. Tantra hat dann zum Ziel, durch Sexualenergien, die nicht immer unbedingt mit Vögeln zu tun haben, sondern einfach mit Lebenskraft, das ist nämlich die Sexualenergien, durch Erweckung der Lebenskräfte in einem sozusagen dann die Kundalini zu erwecken und diese Kundalini, die Wirbelsäule hoch zu pushen bis ins Ajna-Chakra, damit sich dann irgendwann das Sahasrara-Chakra öffnet, der tausendblättrige Lotus und dann die Verbindung zum Göttlichen hergestellt ist. Also es geht letztendlich um die Verbindung zu Gott. Aber von den zwei stärksten Kräften, die uns Menschen beherrschen, und davon bin ich absolut überzeugt, weil eben auch die ganzen okkulten Manipulateure mit genau diesen Aspekten arbeiten und in diesen Logen. Es gibt sogar einen Orden, der nach diesen zwei Aspekten benannt ist. Mhm. Ja, und zwar die Illuminaten nach Thanateros. Thanateros ist eine Kombination aus Tod und Sex, Thanatos und Eros. Mhm. Und damit ist eigentlich alles schon gesagt. Das sind die beiden stärksten Kräfte, die uns archetypisch am meisten beeinflussen. Alles, was mit Tod zu tun hat und alles, was mit Sex zu tun hat. Und mit Tod beinhaltet natürlich auch Themen wie Sicherheit, Überleben, Nahrung, ja, was auch immer. Diese Dinge, die uns erhalten. Ja, immer wenn wir mit dem Thema Tod konfrontiert werden, dann geht es da auch um Erhaltung. Ne? Lebenserhaltung, Sicherheit. Und Tod und Sex ist ja beides achtes Haus. Das ist ja sehr eng miteinander verbunden. Absolut. Und dann haben wir Sex. Da geht es dann nicht um Erhaltung, sondern da geht es um Fortpflanzung.
Ja, und das ist eben dieses Ding. Und das sind die stärksten Triebe im Menschen. Und von denen werden wir so krass beherrscht, überall. Und ich würde alles, was so passiert, würde ich auf diese beiden Archetypen zurückführen. Ja. Ja, das heißt also, wenn man magisch damit arbeiten wollen würde, dann würde sich das schon anbieten, quasi mit dem Tod zu arbeiten. Ja, modernere Formen wären zum Beispiel Santa Muerte. Oder ältere Formen wären dann eben wie Thanatos. Ne? Oder es gibt auch, wie heißt der im Buddhismus? Ich überlege gerade, wie der heißt. Mara, glaube ich, ne? Weiß ich jetzt gerade nicht, wen du meinst. Oder nee, dieser Totengott, weiß ich jetzt auch. Yama. Yama, genau. Und dann haben wir noch bei den Griechen, haben wir natürlich auch noch Hades und so weiter. Aber das sind halt eben diese Totengötter, Totengottheiten, die eben mit diesen Thematiken in Verbindung stehen. Und ansonsten, ja, mit Sex wäre natürlich klar, Eros wäre interessant, Aphrodite wäre interessant, ne? Also es gibt halt verschiedene Gottheiten, die eine sehr starke sexuelle Komponente haben, aber auch Bast zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das ist so diese archetypische Energie. Und damit, diese beiden Komponenten sind schon, würde ich schon sagen, sind sehr stark vertreten auch in diesen ganzen okkulten Gruppen. Und ja, klar, weil du einfach so die Vereinigung der Gegensätze hast. Ja, ja, wobei die ja eigentlich auch einander, ja, miteinander, ineinander übergehen. Ne, weil das Leben, was verbraucht wird, ist einerseits ein Sterben, aber andererseits eben auch das Leben, was am Leben erhalten bleibt dadurch. Das ist verbraucht. Das ist quasi wie so ein... Nee, ich meinte eher, weißt du, jetzt gerade diesen Gegensatz zwischen diesem Archetyp männlichen und dem Archetyp weiblichen. Ah, okay, okay. Ich kenne nur einen so Tantra-Text, wo gesagt wird, dass es sogar gut ist, wenn zwischen den jeweiligen Partnern, da muss so eine gewisse Spannung da sein. Ja, ja. Deswegen ist ja oft auch irgendwann die Luft raus, weil eben genau diese Spannung, die du mal hattest, diese Kraft ist dann leider oft weg. Ja, ja, das ist, deswegen ist es auch definitiv besser. Man sagt ja mal, es gibt einmal Gleiches zieht Gleiches an, sagt man. Und dann gibt es den Spruch, Gegensätze ziehen sich an. Ne? Also diese beiden Sprüche gibt es. Wenn man aber jetzt auf das Partnerschaftliche geht, dann würde ich immer jemanden bevorzugen, der mir nicht so ähnlich ist. Der zwar ähnliche Interessen hat, aber vom Charakter einfach dem entspricht, was quasi das, was ich nicht habe, was ich quasi im Außen dann dadurch kompensieren kann. Was ich auch gar nicht sein will vielleicht, aber was ich froh bin, dass ich es irgendwo in meiner Nähe habe. Ne? 100%, ja. Ja. Ja, wirklich, das ist... Nee, ich lache gerade nur, weil es führt natürlich auch immer wieder zu Problemen. Ne? Also es sind natürlich auch Konflikte vorprogrammiert. Ja, aber das ist einfach das inhärente Problem dieses ganzen Spiels. Ne? Also ja. Wie du auch im Tarot siehst, so Liebe ist zwar das Schönste, aber auch nur die höchste Form der Illusion. Ja, genau. Ja, das vielleicht zu den Archetypen und Egregoren. Was fällt dir denn noch zu dem Thema ein? Ansonsten, ich weiß ja nicht, ob wir noch was Spannendes erzählen haben. Ein paar Kleinigkeiten hätte ich noch. Also ja, okay, dann hau doch mal raus. Von meinen Gedanken vorhin. Vielleicht fange ich mal mit unserem guten alten Freund Adonai an, ja? Dem Jürgen. Samael. Weil du hast ja ein wundervolles Video gemacht neulich über den Demiurg, was ich mit großem Genuss angeschaut habe, weil es auch visuell wirklich ansprechend war. Also Leute, guckt euch wirklich Alex' Video über den Demiurg an, mit wunderschönen Bildern unterlegt. Also ich empfand es als sehr passend. Da merkt man einfach wirklich, da ist Schweiß reingeflossen. Ja, und das war ein wahrer Genuss. Und ich meinst, finde halt... Du meinst Satan entschleiert, ne? Ja, genau, natürlich. Ja, genau. Und ich finde halt in diesem Video, aber das wollte natürlich auch jetzt erstmal einen gewissen Punkt setzen, kam er ja relativ schlecht weg. Ja? Als etwas, was es wie in diesem klassischen gnostischen Lehren zu überwinden gilt. Weil du einfach sagst, er hält dich hier gefangen in diesem Black Iron Prison und wir müssen als
wahrhaftige Menschen danach streben, eben genau diesen Demiurgen zu überwinden. Und als wir vorhin über den Schatten gesprochen haben, habe ich mir gedacht, müsste man mit dem Demiurgen nicht genauso umgehen? Klar. Also weißt du, sozusagen so ihn voll zu umarmen, weil gut, er schenkt uns ja auch das alles, was wir hier wahrnehmen, als die Maya, okay, es ist alles vergänglich, aber so ist es nun mal, ja. Und wir können sozusagen nicht gegen ihn kämpfen, weil du auf dieser Ebene hier so gegen ihn einfach keine Chance hast, ja. Selbst wenn du vielleicht diesen Funken in dir trägst, den er nicht hat und gern hätte, ja. Der Punkt ist, man kann daraus Kraft ziehen. Ja, also wenn du dir einen Feind aussuchst und dich dann mit anderen verbündest, dann habt ihr auf jeden Fall die Chance, daraus unmenschliche Kräfte zu generieren. Das ist auch das, was viele Kriegspsychologen sich zunutze gemacht haben, indem sie, obwohl sie keinen Feind hatten, einfach einen Feind erfunden haben. Dieses Wir gegen die erzeugt ein kollektives, starkes Bewusstsein. Und deswegen ist Feindbilder, der Archetyp des Feindbildes, wird in allen starken Gesellschaftsstrukturen wird immer benutzt. Den haben wir auch. Nur bei uns ist es so, dass der Feind quasi verlagert wird. Also ich würde sagen, wenn man jetzt sagt, was ist das große Feindbild Deutschlands, dann würde ich sagen, okay, der Nazi. Der Nazi ist das große, ist der große Schatten Deutschlands. Ja, durch die Vergangenheit, Geschichte, Pipapo, was auch immer. Ne? Und wie der jetzt zustande gekommen ist, ist erstmal völlig egal, aber der ist eben da und der wird eben benutzt und der wird bekämpft. Und genauso ist es aber auch zum Beispiel der große Schatten von Nazis wäre dann sozusagen der Jude, weil sie das letztendlich, den Teil in sich selbst erkennen und leugnen. Das heißt, die leugnen, zumindest wenn sie eine Abneigung gegen Juden haben, leugnen sie ihren inneren Juden und bekämpfen damit auch ihren eigenen Schatten und nehmen dann das äußere Bild als Stellvertreter für ihren inneren Dämon. Weil so können sie dann projizieren. So können sie ihren inneren Dämon auf etwas anderes nach außen projizieren. Das ist auch der Grund, warum so viele Christen rumlaufen und sagen, hier, da sind Satanisten und das sind auch Satanisten. Die projizieren ihren eigenen Dämon auf irgendwelche Leute drauf. Und das ist eigentlich, das ist halt immer so ein Problem. Also einerseits sind die dadurch in einer starken Clique und können sich gegenseitig pushen. Ja, ich bin dem Satan wieder entkommen. Und ja, gut gemacht, Bruder. So, und dann sind sie halt total, ne, so in ihrem Element und fühlen sich toll und unterstützen sie und bestätigen sich. Ja, ja, genau. Die Evangelien, das sind so richtige Satansanbeter. Wir evangelikalen Christen, wir sind die guten Christen. Und das sind aber die Teufelschristen sozusagen, ne? Und das ist halt so schön, dass die sich dann halt, ja, und die haben dann letztendlich ein Element, was sie dann verbindet, die Antifa. Noch geileres Beispiel. Der Name sagt es ja schon, Anti. Da ist etwas drin, das heißt, ihre Existenz wird nur dadurch legitimiert, indem sie gegen etwas sind. Nämlich gegen Faschismus. Würde es keinen Faschismus mehr geben, gäbe es keinen Grund mehr, Antifa zu sein. Und dann wären die Leute ihre Philosophie oder ihren ganzen Lebensinhalt wären sie los. Das heißt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, den Antifaschisten den Faschismus zu zerstören. Weil dann ihre Existenzberechtigung abgelaufen ist. Man bricht ihr Karten auseinander zusammen. Und das ist das Ding. Und sie merken aber selber nicht, dass den Dämon, den sie in sich tragen, dass das der Faschist ist. Also sie tragen den Faschisten in sich und den leben sie auch hier und da mal aus, indem sie mal über die Stränge spielen und dann selber faschistisch werden. Ja, und dann sind sie wieder richtig korrekt und versuchen politisch alles richtig zu machen. Und das ist so schön. Ich beobachte das immer mit höchstem Genuss und Vergnügen. Für mich sind solche Leute höchst genussvoll. Also ich genieße das. Ob das nun stumpfe Neonazis sind, stumpfe Linksradikale, ist mir völlig egal. Ich genieße das zu beobachten. Auch radikale Moslems finde ich super. Einfach aus dem Grund, weil ich da was sehe, was mich unterhält auf eine gewisse Weise, aber gleichzeitig auch erhebt. Das sind im Grunde genommen Narren.
Es sind auch Narren, aber unbewusste Narren. Wären sie ihrem Narren bewusst, dann würden sie das nur spielen. Ja, genau. Und sie wüssten, dass sie sich gerade auf einen Archetyp eben versteift haben. Ja. Und eben genau durch diese Projektion, von der Carl Gustav Jung ja auch viel spricht in Bezug auf den Schatten. Eben Stefan, genau nur durch ganz diese kurz. Und dann kann man sagen, ganz kurz, dann kann man nämlich sagen, der Narr spielt diese Leute. Ja, der innere Narr spielt diese Leute, was sie sind. Und sie glauben, dass sie das sind, obwohl der Narr das nur spielt in ihnen, aber sie wissen nicht, dass der Narr sie bespielt, dass der Narr sie spielt. Das heißt, sie sind fremdgesteuert durch den Narren. Sie leben nicht sich selbst, sondern sie werden durch die Projektion ihres inneren Dämons, werden sie vom Narren beherrscht und gespielt. Und das ist traumhaft, das erkenne ich bei mir auch ab und zu. Wenn ich dann krass abdrifte, und dann merke, dass ich gegen irgendwas eine Abneigung habe, dann merke ich auch, jetzt geht irgendein Programm an und jetzt werde ich gerade gesteuert. Klar. Also ich meine, wer kennt das nicht? Das kennen wir alle, da möchte ich ja einen in den Kommentaren sehen, der das hier nicht kennt. Aber ich wollte vielleicht nochmal, weil du jetzt gerade auch wieder auf diesen inneren Kern anspielst irgendwo, nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Jetzt erstmal was ich vielleicht noch astrologisch sagen kann, in der esoterischen Astrologie ist so eine fortgeschrittene Technik, dass du versuchst, den persönlichen Daimon von jemandem zu entdecken. Weißt du ja, bei Sokrates und den ganzen Philosophen, bei den Neoplatonisten war ja Daimon ein positiver Begriff, weil es eher für diesen inneren Genius stand. Das, was die Logen dann vielleicht Holy Guardian Angel genannt haben, ja. Du schaust dann im Horoskop zum Beispiel, welcher Planet mit Abstand die meisten Aspekte abkriegt. Und das könnte dann ungefähr dem Archetypen deines Daimons entsprechen. Ja? Und wenn du eben über diesen inneren Kern sprichst, wobei jeder, der sich selbst wirklich mal integer analysiert hat, ja den Eindruck hat, nein, es gibt schon eine gewisse Aufgabe, die kann irgendwie nur ich erfüllen. Da wird man schon hingeführt, dass man zwar sagt, ich versuche das alles auszubalancieren, aber es gibt eine gewisse Essenz, die präsentiere ich besonders. Ja. Den Eindruck habe ich schon. Und das widerspricht eben ein bisschen diesem anderen, wo man merkt, eigentlich merkt man ja auch diese innere Freiheit, dass man sich jederzeit neu erfinden könnte, aber wahrscheinlich eben nicht so ganz. Ne? Mhm. Also hier in dieser inkarnierten Realität scheint es schon etwas zu geben, wo der Daimon dich leitet, der sagt, das ist jetzt mal primär deine Aufgabe, diesen Qualitäten zu entsprechen und das andere versuchst du halt irgendwie auszubalancieren, damit dein Wesen gesund bleibt. Und weißt du, ich frage mich das nur insofern, wenn ich über Authentizität nachdenke, was ich auch schon lang gemacht habe. Du hast vorhin auch über den Magier gesprochen, weil du auch gesagt hast, so der Magier, der Trickster und der Narr sind das, mit dem du am meisten resonierst. Ja? Ist bei mir ganz ähnlich. Mhm. Kommt vielleicht nur ein bisschen der Hierophant mit rein, das ist mein Stierding, aber sonst würde ich da vollkommen zustimmen. Ja, ja, diese religiöse Komponente, die kenne ich auch. Also die haben das Jupiterische, da ist auch ein Stück weit Jupiter noch mit drin. Auf jeden Fall, ja. Ganz genau. So bestätigen, ja. Aber wenn man jetzt sich, weißt du, speziell den Magier anschaut und du wirst das auch kennen aus deinem Privatleben, wenn Menschen wissen, was du machst, weißt du, so egal mit wem ich zu tun habe, wenn die mich länger kennen, kommt natürlich irgendwie das Thema auf Astrologie und Tarot und die sehen, was ich da rummache und so weiter, ja. Und die fragen mich dann oft so, warum versuchst du denn immer so das zu repräsentieren, ja? Mhm. Und weißt du, wenn die mich dann sehen, wenn ich gerade mal etwas verletzlicher bin, irgendwie traurig oder so, Trauer ist ja etwas, was einen öffnet, ja? Das ist ja eigentlich etwas sehr Schönes, weil bei den meisten Menschen fällt dann so die Maske und du siehst dann oft einen Kern, den sie sonst nicht so zeigen, weil du bist eben verwundbar und das willst du auch nicht gegenüber jedem, ja. Mhm. Und dann fällt eben so ein Schleier und da ist dir dann komplett egal, ob du irgendwie noch der Magier bist, da bist du dann eher Richtung Wagen gehängt, da irgendwie sowas. Ja? Du bist dann irgendwie so unterwegs. Ja? Oder der Turm passt auch sehr schön. Oder der Turm, ja.
Wobei ich das immer eher so, das ist für mich eher der Kämpfer, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, es kommt dann oft so die Rückmeldung von außen aus der Lebenserfahrung, da nehmen dich die Leute dann irgendwie als authentischer wahr. Wobei ich immer den Eindruck hatte, wisst ihr, ich bin weder das eine noch das andere, ja. Das eine ist halt so diese Rolle, wo ich gemerkt habe, das mag ich gern, das kann ich gut spielen, das ist auch halt mein Ding, was ich so ein bisschen beruflich mache und so. Und das andere, ja, klar, das mag dann so scheinen, verstehst du, als ob das mein wirklich innerer Kern wäre. Aber das ist ja genauso wenig wie das andere, ja. Also weißt du, das spielt schon ein bisschen wieder auf diesen Spirit an irgendwie. Auch schon auf dieses, tatsächlich auf dieses Gnostische, was irgendwie in dieser, in diesem Headless-Ritual halt auch irgendwie Ja. angespielt wird. Ja, wo du anfängst mit I am the unborn one, ja, ich bin das Ungeborene, ich bin das reine Potenzial. Ich habe halt das Gefühl, das, was man wirklich ist, ja, das kann kein Mensch so wirklich rausfinden. Das ist einfach dieses Mysterium. Und alles andere ist halt das Spiel, wobei ich ja selber auf diese Illusion, man ist so in dieser Illusion gefangen, ja, dass ich auch sage, wenn jemand mir seine verletzliche Seite und so weiter zeigt, dann sage ich natürlich, ja, klar, da spüre ich eine stärkere Verbindung, ja. Aber bist das dann authentisch du? Das wäre für mich immer das große Fragezeichen, so ein bisschen. Ja. Weißt du, wo ich einfach sage, für die Archetypen ist es eher so für mich, als ob das wie beim Tierkreis, du hast diese 12 Dinger, die tanzen um dich rum, ja. Und das eine oder andere kannst du besser verkörpern, aber nichts davon bist du. Ja, es ist etwas, ich würde auch sagen, es ist eher eine Richtung. Ja, dass du weißt, irgendwie in die ganz grob in diese Richtung geht es. Ne? Aber dieses, es gibt halt keine strikte Trennung von irgendetwas, sondern es geht alles fließend ineinander über und es gibt Nuancen, es gibt unendliche Kombinationen und das, was wir hier machen, ist, oder das, was auch diese Archetypeneinteilung macht, ist ja im Grunde genommen versuchen, irgendwo eine Struktur da reinzubringen, um herauszukristallisieren, was gibt es überhaupt, so ganz grob, was gibt es denn für Unterschiede von Charakteren und was machen die aus? Was gibt es für Stimmungen? Was gibt es für Emotionen? Was ist Trauer? Was ist Freude? All diese Fragen, die erkennt man dann, wenn man es selber empfindet und wenn man dann jemanden kennt, der das auch so empfunden hat. Ach, du hast das auch gehabt. Also, das ist ein ganz blödes Beispiel. Ach, du hast es auch gehabt. Denn es gibt so eine geile Stelle bei Star Trek. Ich weiß, in irgendeiner Folge. Da weint eine Frau und Spock geht dann zu dieser Frau hin und sagt, ihr Auge verliert Flüssigkeit. Ja, der Ja, ist gut. so völlig. Ja, Wassermann Mond, ne? Ja. Ja, also einfach nur so. Und das ist halt so dieses Ding, man kann es einfach nur nachvollziehen, wenn man es selber auch erlebt hat oder wenn man eben diesen Archetypen auch in sich trägt. Und wir kennen diese Grundemotionen, die wir alle haben. Ja, ich kann jetzt alle nicht aufzählen, aber das ist zum Beispiel, das ist Freude, das ist Ekel, das ist, ach, keine Ahnung, es gibt diese Trauer gehört noch dazu Ja, und kennt man ja. es gibt diese Grundemotionen, die wir alle kennen und ja, und da leben wir ja schon verschiedene Archetypen. Ja, das heißt, wir haben Grundarchetypen vielleicht, ja, so sportlich. Tralala, wie auch immer, Menschen zugewandt und der nächste ist halt irgendwo unsportlich und lebt lieber zurückgezogen und ne, so hat jeder so sein Ding und er hat so seine Charaktereigenschaften und sein Wesen, was ja auch geprägt ist durch die Erlebnisse, die er gehabt hat vielleicht und die ihn geprägt haben, durch seine Traumata, was auch immer. Und dann gibt es aber so grundsätzliche Sachen, die wir fast alle dann wieder miteinander teilen. Wie zum Beispiel weinen, lachen. Das kennt jeder. Ich kenne keinen, der noch nie gelacht hat. Ich kenne auch keinen, der noch nie geweint hat. Ja, zum Glück, ne? Ja. Ja, aber das ist halt so krass. Das sind halt wirklich so archetypische Zustände, die wir alle kennen, die wir alle erlebt haben, die wir alle miteinander teilen. Die teilen wir sogar mit Tieren. So, und das ist halt das Krasse einfach. Dass wir da so eine archetypische Gemeinsamkeit haben. Ja? Und dadurch entsteht ja auch letztendlich Empathie.
oder Mitgefühl, wenn man sich in den anderen hineinversetzen kann. So, ach ja, das kenne ich, ich war auch mal traurig. Weißt du, so, ne? Das ist halt so, ne? Und dadurch kommt ja das Gefühl, dass man dann sagt, ey, du, mach dir nichts draus, ich kenne das. Ne? Und klar, es gibt auch Leute, die fühlen da gar nichts, bei denen ist ja irgendwas kaputt gegangen oder so oder was auch immer. Aber ja, und das sind halt diese Grundlagen. Und da kann man auch gar nicht genau sagen, also das hat meines Erachtens auch nichts mehr mit dem Charakter zu tun, sondern das sind für mich so universelle, neutrale Archetypen. Absolut. Und man sieht es, es dient einfach zur Selbstanalyse. Es ist ein wunderschönes Tool, um herauszufinden, dass man all das in sich trägt. Und man sieht halt, das eine ist ein bisschen dominanter und das andere vielleicht nicht so ausgeprägt. Mhm. Ja. Und kann ich da vielleicht irgendwas wieder ein bisschen mehr in die Balance bringen? Aber ich habe eben auch den Eindruck, all das trägt man eigentlich in sich. Muss ja so sein, weil die Psyche hat eben all diese Möglichkeiten. Ne? Und jetzt kommt eigentlich die spannendste Frage, ist, wie man mit diesen Archetypen arbeiten kann und wie man vor allen Dingen sich selbst verändern kann. Ja, ich kenne es zum Beispiel, ich habe so Phasen, in denen ich mich so fast wie gelähmt fühle. Ich habe so eine bleierne Schwere in mir drin, wo ich dann einfach zu nichts irgendwo motiviert bin. Und einfach auch oftmals so das Gefühl habe, so, warum mache ich das jetzt hier eigentlich? Also was soll das? Ich habe einfach, mir fehlt dann so der höhere Sinn dahinter oder überhaupt ein Sinn, das jetzt zu tun. Mhm. Und wenn es nicht der Sinn ist, ist es dann einfach die fehlende Lust, so eine Antriebslosigkeit, so eine Ermattung. Und das kommt natürlich auch so ein bisschen durch diese ganzen Einschläge dieser Zeit, die wir alle erleben, durch diese permanenten Stressfaktoren, Negativität durch Medien, Angstmacherei, was auch immer. Das zieht halt unglaublich viel Energie. Wenn man die ganze Zeit nur hört, irgendwie, ja, schon wieder irgendjemand ist pleite gegangen, jemand ist gestorben, ganz grausame Krankheiten gehen rum, dies, das, pipapo, Tiere werden gequält. Oh, man kann es irgendwann nicht mehr hören irgendwo, ne? Und das macht einen auch irgendwo depressiv, wenn man das so mitkriegt. Deswegen ist es auch ganz wichtig, sich von diesen ganzen Medien fernzuhalten, weil dann haben die auch keine Macht mehr über einen. Das Problem ist nur, dass man sich fast gar nicht entziehen kann, weil selbst bei Google oder irgendwo ploppt dann immer irgendeine Nachricht auf. Es ist zum Kotzen. Man kann nicht auf Facebook gehen und man wird die ganze Zeit zugeballert mit irgendeiner destruktiven Scheiße. Und das führt eben dazu, dass man dann irgendwann, dass einem das überfordert und dann fehlt einem die Energie. Und da kann einem dann letztendlich so ein Archetyp helfen, der einem wieder frische, neue Lebensenergie gibt. Weil dieses Schwere, da haben wir ja wieder auch so einen melancholischen Typus. Dieser Depressive ist ja auch ein Archetyp. Mhm. Ja? Ja, ja. Der Melancholiker, der Depressive. Und wie man die halt, sag ich mal, austauscht, das ist die große Kunst, das kann man dann letztendlich, da gibt es dann Rituale der Invokation, wo man diese Kräfte in sich selbst aktiviert, indem man eben mit diesen auch im Außen liegenden Kräften in Resonanz geht. Und dabei helfen, ich erzähle jetzt einfach mal, so wie ich das mache, wenn ich mit Archetypen arbeite, es gibt jetzt natürlich, gehen wir mal zum Mars-Archetypen. Den hatten wir ja schon beschrieben, ne, als den Krieger, Kämpfer, dominant und so weiter, feurig, eroberisch und so weiter. Und da gibt es jetzt gewisse Korrespondenzen, die mit dem Mars im Zusammenhang stehen. Zum Beispiel die Farbe Rot. Warum Rot? Weil Rot eine Farbe ist, die man eben mit Energie, mit Kraft, mit Feuer, mit Blut, ne, mit diesen Dingen halt in Verbindung bringt. Ja, als Metall haben wir das Eisen, was ja auch wieder für Waffen steht oder beziehungsweise auch für so ein, ne, das, auch wenn es rostet und man es dann wäscht, entsteht auch wieder so ein rotes Wasser. Da hat man auch wieder so ein blutartiges und so weiter. Also diese ganzen Korrespondenzen, die es zu den Archetypen gibt in der Magie, die wurden ganz gezielt ausgewählt.
die haben alle einen ganz die haben alle eine Verbindung dazu. Es gibt also zu diesem Archetypen und bestimmten Gegenständen oder bestimmten Dingen, die es gibt, wie Steine, Farben, was auch immer, Pflanzen, Räucherstoffe, Öle, Düfte, was auch immer. Es gibt halt, ne, für alles irgendwie eine Korrespondenz zu Archetypen. Und dann kann man eben durch diese Hilfsmittel, durch diese Sympathiemittel, kann man dann eben in Resonanz treten mit gewissen Archetypen. Und wenn man eben sich mit Mars pushen will, dann setzt man sich meinetwegen, macht man sich eine rote Tischdecke über sein kleines Altar, über seinen kleinen Altar oder was auch immer, stellt 5 rote Kerzen auf. Also würde ich jetzt so sagen, ne, man legt einen Jaspis hin oder einen Rubin, rote Steine auf jeden Fall, viel Rot, alles was irgendwie rot ist, und stellt sich eine Tarotkarte hin, wie zum Beispiel Reiter der Stäbe, wie ist bescheuert? Ritter der Stäbe. Reiter der Stäbe, wie komme ich nach? Ritter der Stäbe, oder du nimmst Dings hier. Den Emperor könntest du nehmen, ne? Ja, genau. Den Herrscher. Das würde auch funktionieren. Das Gericht also, vielleicht, ja. Genau, du suchst ja halt irgendwo so eine kriegerische Energie aus, oder du druckst dir ein Bild von dem Gott Mars aus oder von Ares oder von Nergal oder irgendeiner krassen marsianischen Gottheit. Ja, und dann fängst du an, darauf zu meditieren, verräucherst irgendwelche Stoffe, die so aufregend sind, die vielleicht auch beißen und vielleicht, ne, dann kannst du, was weiß ich, dann machst du dir irgendeinen krassen Cocktail mit Chili und Ingwer und Sachen, die scharf sind, die beißen, mit Pfeffer. Tatsächlich ist Tabak ja auch Mars einfach, ja. Tabak ist absolut, eine absolut. Ne, man merkt es ja auch, wenn man schnell an der Kippe zieht, richtig viel zieht und dann hintereinander wegrollt, dann wird ein bisschen schwindelig und dann geht der Puls hoch und ne, es geht, ne, das ist ja einfach so. Ja, und dann kann man damit arbeiten. Das sind so diese Methoden, wie auch ich damit arbeite. Natürlich mache ich dann noch eine Invokation, indem ich die Gottheit aus mir heraus oder in mich hineinrufe, um dann eben mich mit all ihren Aspekten, die ich dann auch ausformuliere und ausspreche, ja, mich immer mehr verbinde. Und dann merkt man schon, und dann dazu machst du eine Trommelmusik an, afrikanische Kriegstrommeln oder irgendwas. Weißt du, das ist halt geil, das gibt dann die Power zurück. Und dann kannst du deinen Archetypen von diesem melancholisch-depressiven, saturnischen Archetypen, kannst du dann wechseln, switchen auf diesen eher aggressiven, marsianischen, kriegerischen Typen und hast dann einfach eine ganz andere Energie. Ja, und das ist dann gerade gut, ja, wenn man tagelang durchhängt und tagelang irgendwie in der falschen Energie drin ist, die man gar nicht haben will. Hey, wundervoll, wundervoll beschrieben, wie du da magisch damit arbeiten kannst. Dem habe ich kaum was hinzuzufügen, weil es ja einfach sehr, sehr schön von dir erklärt wurde gerade. Und es geht eben darum, wenn ihr wirklich so weit seid, dass ihr auch irgendwelche Invokationen machen wollt oder so, das muss man einfach ausprobieren. Das ist wie, wenn man noch nie einen Rosenkranz gebetet hat oder nie ein Mantra gesungen hat, dann mag einem das von außen vielleicht ein bisschen lächerlich sogar erscheinen und man denkt sich, was soll das, ja? Aber man muss es selber ein paar Mal machen und dann merkt man, wenn man empathisch ist im besten Fall, ob es was bringt oder nicht, ja. Aber auch die eleusinischen Mysterien von früher, ja, die dann ja im Äquinox von Crowley wieder beschrieben wurden, da sind ja eigentlich auch nur die ganzen Planetengottheiten beschrieben und jeder hat seine eigene Invokation. Und so wie du das eben beschrieben hast, genau, man könnte sich an so einem Tiefpunkt dann sagen, ich balanciere das jetzt gerade wieder aus. Nur so ein letzter Punkt, den ich noch bringen will, weil ich die Tage auf eine indische Göttin gestoßen bin, ja. Im Zusammenhang mit der Melancholie, die du angesprochen hast, das ist Akhilanda oder Akhilandeshwari. Also Ishwari am Ende heißt immer nur Göttin, ja. Aber Akhilanda könnte man, ist Sanskrit, könnte man irgendwie wie so übersetzen, so am Boden liegend. Das ist die Göttin, die tatsächlich, du weißt ja, die Hindus haben für alles eine Gottheit, ja. Und diese Göttin steht tatsächlich nur für den Moment, wenn du am Boden liegst und nicht mehr hochkommst, wenn du komplett total am Arsch bist und gerade auch keine Hoffnung mehr siehst. Und dafür haben die eine eigene Göttin. Und zwar, weil sie sagen, auch das ist göttlich, weil genau dieser Moment gibt dir die Freiheit, dich komplett neu zu erfinden.
Weil da gibt es gerade keine Vergangenheit, keine Zukunft mehr. Ja, wie wenn du dir gerade komplett so dein Herz gebrochen wurde. Da ist gerade nicht mehr, was mache ich irgendwie nächste Woche oder was habe ich für berufliche Pläne. Das ist alles komplett egal auf einmal, weil du einfach nur komplett zerstört in diesem am Boden liegst. Ja? Und sie sagen, auch dieser Moment ist göttlich, weil in diesem Moment eben genau die Freiheit schlummert. Ja? In der Gegenwart anzukommen und dann zu schauen, gibt es nicht doch ein subtiles Feuer, was da dann wieder entstehen wird. Ja? Also weißt du, dass wir wie so ein bisschen die zwei Möglichkeiten, ja. Wo du auf der einen Seite sagst, ich versuche dann bewusst so diese marsianische Kraft hochzukriegen, ja, Sport zu machen, was auch immer. Ja, oder ich könnte auch ganz mystisch sagen, hey, ich nehme das mal vollkommen so an, dieses am Boden liegen und schau, was da rauskommt, ja. Das wollte ich nur mal noch als Impuls geben, weil es. Hey, super geil. Also ich finde es sowieso cool. Es gibt so krasse, ja, es gibt so viele verschiedene Archetypen und Gottheiten. Was ich auch mal wundervoll finde, ist eben, dass diese Gottheiten auch Kunstwerke sind. Das wird oft vergessen, weil irgendwer muss ja diese Gottheiten darstellen. Und dann werden sie irgendwie in ihrem Aspekt so intensiv wie möglich dargestellt. Ja, das, was sie halt wirklich verkörpern sollen. Die müssen natürlich dann auch schon sichtbar oder wenn sie sichtbar nicht klar zu erkennen sind, müssen sie Attribute haben, die sie dafür auszeichnen. Ja, also es bringt halt nichts, den Gott der Schrift, Thoth und der Mathematik und der Wissenschaften, was weiß ich, mit brennenden Schwertern abzubilden. Das ist halt irgendwo, es geht halt irgendwo am Ziel vorbei. Man versteht es halt nicht, denkt sich, was ist das, was soll das? Nee, aber dieser Gott hat einen Ibiskopf, ja, der so eine lange Nase hat, er sieht schon so konzentriert aus und dann hat er einen Schreibgriffel in der Hand und kritzelt auf einer Tafel rum. Ja, man weiß sofort, okay, da geht es um irgendwas aufschreiben oder so. Und dann erfährt man, okay, das ist ein intellektueller Gott, ja, der, wo es um geistige Dinge geht, um Wissenschaften geht. Ja, das macht ja Sinn. Oder Sachmet, die dann mit zwei Messern in der Hand losgeht, mit so zwei sichelartigen Messern, völlig bedrohlich, und sie als Löwin mit einem Löwenkopf, blutrünstig, ja, klar, sie steht für die aggressive Seite des Sonnengottes, für aber auch das schützende Element. Ja, genau, da hast du auch wieder Gift und Heilung, beides in einem, ne? Absolut. Diese und Verwüstung und andererseits ist sie die Heilerin. Ja, und das ist so das Ding, man muss es halt sehen können. Und wenn man sich die Götter dieser Welt anschaut, aus den verschiedenen Kulturen, es macht mir immer wieder Spaß, mich diese zahlreichen Götterfiguren anzuschauen und darin eben diese ganzen Elemente wieder zu sehen. Und ja, das kann man eben gerade, dieses Betrachten davon, von Bildnissen, von Gottesbildnissen, kann eben dazu führen, dass man eben auch so wird, wie die Gottheit, die man verehrt. Mhm. Weil das ist ja ganz klar, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die eher aggressiv sind, werde ich irgendwann selbst aggressiv. Es ist so. Und wenn ich mit Leuten zu tun habe, die eher ruhig sind und besonnen und achtsam, dann gleiche ich mich irgendwann an, dann werde ich auch achtsam und ruhig und so weiter. Es ist einfach so. Es gibt dieses Sprichwort, wer mit Schweinen aus einem Trog frisst, wird selbst zum Schwein. So, ja, nichts gegen die Schweine, ich mag Schweine sehr gerne, aber es geht halt einfach darum, dass man eben zu das wird, mit was man sich umgibt. Und das ist eben in der Magie auch ganz wichtig, mit was umgebe ich mich? Was für Götter stehen um mich herum? Ja, ich habe zum Beispiel eine blaue Wand. Ja, Jupiter, ne? Jupiter, genau, unter anderem, ja, kann Jupiter bedeuten, ne, kann aber auch für den Nachthimmel stehen und dann steht es wiederum für Nyx oder Nut oder Nox. Ne? Aber das ist halt so das Ding. Es gibt halt, ne, Blau ist eine Tiefe, gibt eine Tiefe und so weiter. Beruhigt, mich persönlich beruhigt es auch sehr und hat was Meditatives für mich. Und das ist auch, das merkt man. Ja, das ist auch so der Punkt. Man muss auch schauen, bei all diesen vorgefertigten Archetypen muss man eben auch schauen, was man selbst empfindet beim Betrachten dieser archetypischen Aspekte. Weil es spielt ja auch immer noch die eigene Erfahrung eine Rolle. Ja?
Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön, dein Altar, den man hier im Hintergrund sieht, ne? Das ist ja Baphomet, sehe ich da. Ja, der Baphomet. Baphomet. Ja. Artemis, Diana, glaube ich, ne? Ja, genau, Diana ist da, Hekate ist da, Hades steht da auch, ne? Und Serapis, Hermes, also es sind, ne? Horus, also sind schon ein paar Leute, die da stehen. Und ja, ich habe sehr interessanterweise, das kennst du vielleicht auch, ich bin so ein Mensch, ich mag so Figürchen total gern. Ich habe auch als Kind schon gerne so Spielfiguren gehabt, so Actionfiguren oder so Marvel, irgendwelche Spider-Man, Batman, tralala. Fand ich alles super geil. Ich hatte Turtles. Lego-Technik immer so, Bionicles, Slicers, Alter. Ja, Lego-Technik habe ich auch gehabt, aber weniger. Ich habe mich mehr tatsächlich begeistert für diese ganzen Actionfiguren. Ja, hatte ich schon auch so Power Rangers, Metal Gear-Figuren hatte ich so. Der Witz ist, ich hatte selber gar nicht so viele davon. Aber Freunde von mir hatten das und ich habe immer gerne damit gespielt. Und meine Mutter fand das irgendwie doof und hat mich da nicht so gefördert. Die hat dann schon, wie du schon gesagt hast, Lego und solche Sachen, sagt die halt irgendwo, ja, wo man kreativ ist und so, ne? Weil diese Figuren sind ja sehr statisch. Die kannst du kommt drauf an, ne? Also ich hatte welche mit so richtig vielen Gelenken, die waren cool. Ja, Men at Arms, He-Man, da konntest du auf jeden Fall viel mitmachen. Also ich fand die halt auch, aber letztendlich sind es ja auch wie so Götter, Archetypen. Diese Actionfiguren sind ja auch Archetypen. Und das ist dann die Vorstufe für mich gewesen, für die späteren Götterfigürchen, die ich mir dann angeschafft habe. Ja, ja lustig, da habe ich gestern auch erst wirklich drüber nachgedacht. Okay, was genau? Nein, auch wie sich das genauso entwickelt hat. Aus diesem, weißt du, so, weil du warst ein jugendlicher Bub und hast halt da mit deinen Dingern gespielt und das hat sich dann irgendwann so entwickelt, dass man, also halt so diesen Statuen, über die man dann so meditiert. Ja, mit meiner Ra-Statue kämpfe ich jetzt irgendwie nicht so rum wie früher oder sowas. Ja, ja, genau. Das ist so, ja, stimmt. Man spielt mit der halt nicht mehr so rum. Also, was ich halt auch gerne mache, es gibt ja diese Figuren von Schleich, ne? Schleich ist so eine Firma, die stellt so Tierfiguren her und auch Dinosaurier oder sowas, die ziemlich realistisch aussehen. Die kann man so sammeln und so. Naja, und da sowas benutze ich zum Beispiel auch für meine Krafttiere, wenn ich mit denen arbeite, dass ich die dann einfach mitnehme oder die dann in der Hand halte oder so, ne, mich mit denen verbinde, die anschaue und so weiter. Das kann man durchaus machen. Und was ich so, wie gesagt, was ich so wundervoll finde an Figürchen, dass du durch das Betrachten dieser Figur, wie soll ich sagen, es ist wie ein Mandala. Es ist wie im Buddhismus ein Mandala, was du betrachten kannst, was dann in dir etwas auslöst. Oder wie eine Tarotkarte, etwas, worüber du meditieren kannst. Ja. Genau, es ist einfach eine Meditationshilfe. Und deswegen finde ich diese Götterfigürchen, ist so voll mein Ding einfach. Finde ich einfach schön, es macht mir Spaß. Es hat auch irgendwo so ein Sammelding irgendwo. Ich finde das auch ganz gut. Und ja, aber man kann trotzdem was erleben auch damit. Und da gibt es in Ägypten, oder gab es bei den Ägyptern, ein Ritual, um irgendwelche Statuen zu beleben. Die Statue an sich war ja erstmal nur ein Stück Stein oder irgendwas. Ja, und dadurch, dass sie dann in eine Form gebracht wurde, konnte man sie identifizieren. Aber sie war noch lange kein magisches Gefährt oder ein magisches Fahrzeug, mit dem man irgendwas machen konnte, großartig. Es war eine Erinnerung an die Götter und es hat dich auch mit den Göttern verbunden. Aber erst richtig lebendig wurden sie durch den sogenannten Mundöffnungsritus. Ja, und da wurde letztendlich die Gottheit das erste Mal gefüttert. Ja, man hat nämlich damals sind ja alles Geschichtsangebote, man hat ja damals in diesen Schrein, wo die Götter drin versiegelt waren, die hat man morgens, hat man das Siegel gebrochen, hat dann rituell, zeremoniell den Schrein geöffnet und dann hat man die Gottheit gewaschen und dann ernährt und gefüttert. Und dazu galt eben dieses Mundöffnungsritual, wo dann die Figur mit Essen sozusagen entweder berührt wurde am Mund oder mit Opfergaben berührt wurde am Mund. Später hat man das dann
vereinfacht, indem man dann, und daher kommt das dann auch aus der katholischen Kirche, wie gesagt, das ist eine der magischen Organisationen, die heute noch existieren, aus der Antike heraus, die heute noch existieren. Ja, es ist im Grunde genommen das älteste Heidentum der Erde, was heute noch aktiv ist. Und da hat man dann irgendwann, anstatt die Figürchen so direkt zu füttern, hat man sie dann nur noch beweihräuchert. Und dafür brauchte man Rauchschwenker. Und diese Rauchschwenker benutzen die Katholiken heute noch. Die sind dazu da, um heiligen Figürchen zu berauchen oder eben den Altar zu berauchen. Ne? Und das ist letztendlich das Füttern und Nähren dieser Egregore, Kraftfelder, Götterchen oder was auch immer. Und das kommt ursprünglich eben aus diesen heidnischen Kulten, wo das eben so gemacht wird. Ja, das ist halt spannend und das kennen wir ja auch aus verschiedenen okkulten Traditionen. Da wird ja auch viel geräuchert und die Götter werden beräuchert oder Amulette werden beräuchert und so weiter. Das ist ein Annähren, ein Kraftgeben. Ne? Genau. Ach, ja, das ist ja wundervoll, dieses Ritual, der Göttin Leben einzuflößen. Ja, ja. Ich erinnere mich da nur an so eine Sage von Sakmet. Da gab es doch mal so eine Geschichte in irgendeinem Ort, dass irgendeine Sakmet-Statue irgendwie lebendig wurde und nachts die Kinder abgeschlachtet hat oder so. Das ist so das dunkle Pendant zu diesen Marienerscheinungen. Ja, genau. Das ist schon ein bisschen Mythenmetzger-mäßig jetzt. Aber. Ja, aber das ist ja heute noch so. Diese ganzen dieser Marienkult ist ja auch unglaublich kraftvoll. Da gibt es Marienerscheinungen und so weiter. Ich habe teilweise auch schon morphende Figuren gesehen und so. Also es ist schon geil, wenn man wirklich sich dann eine Stunde mal hinsetzt und konzentriert oder auch länger konzentriert Rosenkranz betet und dann immer wieder diese Maria anstarrt und versucht so richtig in Trance zu kommen, dann kann es passieren, dass sie anfängt, sich zu bewegen. Also ich habe das schon gesehen, dass die Statuen angefangen haben, sich zu bewegen. So, das war richtig krass. Es kommt halt irgendwann. Ja, ich verstehe. Also du wirst so, dann du kommst in so krasse Zustände durch dieses mantrenhafte, wiederholende, tranceartige Beten, dass du anfängst, dass die Realität verschwimmt. Ja, und speziell durch Maria hast du halt selbst in der katholischen Kirche noch diesen Kraftstrom, diesen weiblichen Kraftstrom, weil sie es eben natürlich nicht ganz beseitigen konnte und wenigstens diese Marienverehrung zugelassen haben. Ja, ich finde das geil. Ja, hier in Landsberg ist so eine kleine Kapelle, das ist nicht weit von hier. Das ist so eine Kapelle, da gibt es so eine schwarze Madonna und speziell diese schwarzen Madonnen haben es mir auch angetan. Ja. Weil sie wie noch so diese Melancholie verkörpern, weißt du, so Maria, die ihr Kind verloren hat, so der schlimmste Schmerz und genau dadurch findet sie eben dann zum Allerhöchsten, ja, weil sie durch diesen Schmerz geht. Mhm. Aber ja, wundervoll. Es gibt ja auch viele verschiedene Marien. Es ist ja unglaublich, es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele Marias es gibt, aber es gibt halt verschiedene Darstellungen der Maria, die schmerzensreiche, die barmherzige, die was auch immer. Im Kölner Dom gibt es so eine Schmuckmadonna. Es gibt ja auch öfter so Marien, die so ganz opulent geschmückt werden. Unzählige Madonnen gibt es. Mhm. Ne? Also es gibt zahlreiche verschiedene Madonnen Marias. Und das, da sieht man auch schon, dass letztendlich Maria verkörpert im Großen und Ganzen die große Göttin. Genau. Die aber dann eben alle diese antiken Gottheiten, Göttinnen in sich aufgenommen hat und dann aber wieder in einzelnen Aspekten durch verschiedene Marienfiguren dargestellt wird. Das ist so spannend. Ne? Und da haben wir auch wieder dieses Ding, deswegen sage ich ja, das wurde erschaffen. Das ist eine chaosmagische Religion, die erschaffen wurde künstlich und synkretistisch halt und die man sich so zusammengebacken hat. Deswegen, du hast eben die Diana, du hast Aphrodite. Und wenn man sich mal Maria anschaut, Maria wird ja oft mit einer Taube dargestellt, wegen dem Heiligen Geist, der in sie hineingefahren ist. Und dann trägt sie auch noch einen hellblauen Mantel. So, wenn man mal schaut in die hellenistische Epoche, dann ist das Aphrodite. Aphrodites Farbe war nämlich hellblau. Und ihr Symboltier war die Taube. Ja. Das stimmt, ein Venuskult, ja.
Und das ist genau der Punkt. Also diese Venus-Archetyp, Venus-Mond, das sind die beiden starken, auch gerade von der, die alte Astrologie kennt ja nur 7 alte Planeten. Und genau da, diese 7 alten, da hast du eben diese beiden weiblichen Aspekte, Venus und Mond, die genau in dieser Maria, in diese Maria reinpassen. Das genau. Und bei Saturn ist es dann immer so ein bisschen unterschiedlich. Saturn hat ja auch manchmal so ein bisschen eine weibliche Seite. Ne? So dunkle, große Mutter irgendwie. Bina. Aber dann eher so, genauso jenseits, deshalb ist es dann schon eher. Ne? Mhm. Ja. Ganz obere Oktave. Ja. Da sehe ich auch wieder dieses Jahwe-Ding. Ne? Da könnte man auch wieder, da könnte man auch eben, also der Vater, ne, der ja auch da eine Rolle spielt in der katholischen Religion, der himmlische Vater, der ist natürlich Jupiter in erster Linie, hat aber auch eben diesen Saturn-Aspekt mit dem etwas strengeren. Der bestrafende, der alttestamentarische, strafende Gott ist dann eher so das Saturnische und der versöhnende Gott, der bereinigende Gott, der dann gutmütig erscheint und dann das Alte vergisst und sagt, ja, jetzt gibt es den neuen Bund und pipapo, das ist dann so der Jupiter. Genau, ja. Das passt ganz gut. Und dann haben wir Sol Invictus oder Helios als Jesus Christus. Überall sieht man die Sonnenkoronas, die Hostie, all diese Symbole sind ja völlig offensichtlich, dass es sich da nur um Apollon Helios handeln kann, um niemand anderen sonst. Der schöne Jesus Christus, der im strahlenden Glanz der Sonne erscheint und so weiter. Also es ist offensichtlich. Ja. Ich glaube auch, wir müssen mal so langsam irgendwie zu einem Ende kommen, ne? Aber dennoch, ein letztes noch, was ich, weißt du, immer so schön finde in diesen ganzen Geschichten von den verschiedenen Götterpantheons, ist halt, wie diese Götter zusammenarbeiten, also nicht immer sich schon auch mal bekriegen, aber letztendlich immer so einen Verbund bilden, der nur als Ganzes funktioniert, wo man ja auch sieht, auch Gestalten, auch diese Trickster-Gestalten haben ja immer eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und es ist schade, dass Kevin heute nicht dabei ist. Ja, deswegen ganz, ganz viele Grüße an Kevin. Und ihr werdet Kev sehr, sehr bald wieder hören. Weil Kev ist ja sehr, sehr großer J.R.R. Tolkien und Herr der Ringe-Fan. Und weißt du, gerade in diesen epischen Mythen wie bei Herr der Ringe sieht man diese Archetypen ja auch grandios. Aber bei Herr der Ringe ist er eben, hast du noch diesen großen Fokus eben auf diese Gefährtenschaft, ne, auf diese Fellowship of Man, wo du wirklich merkst, nicht nur einer ist der große Held, der vollkommen heraussticht, sondern sie sind es gemeinsam, ja. Noch mehr als bei Harry Potter, wo es ja auch um Freundschaft geht, aber dennoch ist Harry irgendwie der Auserwählte. Oder jetzt bei Matrix hast du Neo aus den Auserwählten. Mhm. Aber bei Herr der Ringe, finde ich, sieht man das noch besser als irgendwo anders, dass du halt eben, dass du diese Gemeinschaft brauchst, ja. In der du dann wirklich stark bist, wenn diese Aspekte sich so optimal ergänzen. Mhm. Das wollte ich auch jetzt nur gerade noch als Kevin raussenden. Das ist doch ein wunderschönes Bild zum Abschluss, dass man eben sagt, dass man eben zusammenfügt, diese Archetypen arbeiten alle im Grunde genommen zusammen und ergeben dann eben ein großes, ewig Unerkanntes. Und das, was du auch schon gesagt hattest, das ist gar nicht so richtig definierbar ist am Ende des Tages, dass man gar nicht genau weiß, was hinter all dem steht. Hinter all diesen Archetypen. Ja. Das Letzte, das eine große Letzte, was einfach nicht mehr identifiziert werden kann. Und das ist der Archetyp, würde ich sagen, des Nicht-Erkennbaren, des Nicht-Verstehbaren. Genau, da müsste man irgendwie nach innen schauen. Und weißt du, das ist ja wie dieses Auge Saurons, was immer nur alles andere sieht, ne? Was immer nur nach außen schaut. Ja, ja. Und, ne? Großartig. Ja. Ja, dann, hey Alex, wunderschön, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Ich hoffe auch, wir hören uns bald wieder. Es ist echt immer eine sehr, sehr schöne Energie, mit dir zu reden. Danke für deinen Themenvorschlag, Egregore und Archetypen. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen in die tiefen Psychologie Jungs eintauchen oder habt ihr einige Impulse mitgenommen. Und danke für das Gespräch, Alex. Danke dir. Hat mir wirklich Spaß gemacht.